stellte vor kurzem ein Dienstmädchen ein. Sie ist zwar sehr fleißig und ordentlich. Aber sie beschäftigt mich den ganzen Tag so sehr, dass ich am Ende selbst zu gar nichts mehr komme. Sehr verdächtig. Dass ein schickes Dienstmädchen wie sie in diesem kleinen alten Herrenhaus Arbeit sucht, ist verdächtig. Neulich sah ich sie auch im Arbeitszimmer. Dort murmelte sie Flüche oder so etwas, während sie ein verdächtig aussehendes dickes Buch aufgeschlagen hatte. Außerdem... Kann ich Ihnen behilflich sein, junger Herr? Ihre violetten Augen, die mich zu verschlingen scheinen, sind verdächtig. Verdächtig. Junger Herr, kann es vielleicht sein, dass Sie ein besonderes Interesse an mir haben? Was? Das darf doch nicht wahr sein! Du kannst doch mit Sicherheit jeden meiner Gedanken lesen, ist das nicht so? Ein so hübsches Dienstmädchen wie dich habe ich noch nie gesehen. Du gehst mir überhaupt nicht mehr aus dem Sinn. Hast du also bereits erkannt, dass ich deshalb Nacht für Nacht nicht mehr schlafen kann? Ja. Du bist einfach unglaublich. Junger Herr, ich werde Ihnen einen Kräutertee zubereiten, damit Sie nachts besser schlafen können. Ja, danke. Das ist sehr aufmerksam. Sie ist wirklich sehr verdächtig. Ich frage mich, wer genau sie eigentlich ist. Entschuldigen Sie bitte. Möchten Sie jetzt eine Tasse Kräutertee, junger Herr? Ja, bitte. Sehr gerne. Egal, was sie tut, es wirkt einfach verdächtig. Und sie redet nicht viel. Also weiß ich auch nicht, was sie gerade denkt. Warum habe ich ein so verdächtiges Dienstmädchen überhaupt eingestellt? Bitte verzeihen Sie uns, mein junger Herr, aber nachdem der Meister verstorben ist, ist es... Ich verstehe das schon. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Macht euch keine Sorgen. Ich bin von nun an der Herr dieses Anwesens. Wie Sie es wünschen. Wir werden uns dann jetzt auf den Weg nach Hause machen. Mein junger Herr, ich bitte Sie, passen Sie gut auf sich auf. Ja, aber bitte auch. Nachdem ich meine Eltern bei einem Autounfall verloren hatte, beschloss ich, dieses Anwesen zu übernehmen. Allerdings habe ich kein großes Vermögen. Darum habe ich alle meine Angestellten entlassen. Meine Verwandten waren zwar alle dagegen, aber ich habe beschlossen, alleine in diesem Anwesen zu leben. Gut, heute gebe ich alles. Immerhin bin ich jetzt zum alleinigen Herren dieses Hauses geworden. Ich muss lernen, alles hier selbst zu machen und schnell zu einem richtigen Erwachsenen werden. Gut, zuerst kümmere ich mich um das Frühstück. Als nächstes mache ich die Wäsche. Bisher ist das doch alles ein Kinderspiel. Und jetzt wird's sauber gemacht. Wow, das ist ja mal eine Saugkraft. Damit kann man alles einsaugen. Hey, Moment mal. Ich bin so erschöpft. Ich hätte nie gedacht, dass man ohne Bedienstete so viel Arbeit hat. Selbst ich kann heißes Wasser aufgießen und dann ein bisschen warten. Thank you.
Wer ist das? Ich glaube, sie war keines unserer Dienstmädchen. Sie wirkt verdächtig. Moment mal, wer bist du? Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. So wie es scheint, beschäftigen Sie keine Bediensteten in diesem Anwesen. Wohnen Sie hier etwa vollkommen allein? Ja, genau so ist es. Aber was suchst du in meinem Haus? Verzeihen Sie meine außerordentlich plötzliche Bitte. Wären Sie so gütig und würden mich an Ihrer Villa als Dienstmädchen einstellen? Was? Was gibt die denn da nur von sich? Und das um diese Uhrzeit? Das macht sie immer verdächtiger. Nein, ich bin leider nicht wohlhabend. Ich habe eben erst alle meine Bediensteten entlassen müssen. Nein, ich muss nicht bezahlt werden. Ich wäre nämlich bereits vollkommen zufrieden damit, wenn ich hier leben dürfte. Alleine zu leben ist auf lange Sicht ziemlich unpraktisch, nicht wahr? Nicht wirklich. Wenn Sie mir erlauben würden, für Sie zu arbeiten, würde ich die Reinigung, die Wäsche und das Kochen, all diese Arbeiten zu Ihrer Zufriedenheit erledigen. Das verspreche ich, junger Herr. Ich brauche das alles gar nicht. Was für wunderschöne Augen. Was ist das nur? Ich habe das Gefühl, dass ich sie schon einmal irgendwo gesehen habe. Würden Sie es mit mir versuchen? Ja, gut, einverstanden. Aber nur damit du es weißt, ich bin hier der Hausherr. Sollte sich herausstellen, dass du nutzlos bist, werfe ich dich raus. Ist das klar? Ja. Habt herzlichen Dank, junger Herr. Letzten Endes hätte ich wohl doch ablehnen sollen. Aber ganz im Gegenteil zu meinen bisherigen Dienstmädchen ist jede ihrer Mahlzeiten außerordentlich köstlich. Wenn sie geputzt hat, strahlt das Anwesen heller als je zuvor. Außerdem, wenn ich die von ihr gewaschene Wäsche trage, hat sie einen herrlich frischen Duft. Es kommt mir fast so vor, als könnte sie zaubern. Zaubern? Jetzt hab ich! Sei ehrlich, könnte es etwa sein, dass du in Wirklichkeit eine Magierin bist? Wie bitte? Magierin? Das unfassbar leckere Essen, die makellos gereinigten Zimmer, die wohlduftende, saubere Kleidung und dann noch deine verdächtigen Augen! Du bist kein normaler Mensch, hab ich recht? Oh, heißt das, ich bin aufgeflogen? Es stimmt, ich bin eigentlich eine Magierin. Um ehrlich zu sein, habe ich sie mit meinen Augen so verzaubert, dass sie sich auf der Stelle in mich verliebt haben. Sie sind mir ohne Umwege in die Falle getappt. Nicht wahr, junger Herr? Ah, erwischt. Es war also von Anfang an wahr! Ich wusste es schon die ganze Zeit. Schließlich habe ich dich dabei erwischt, wie du im Arbeitszimmer ein Zauberbuch gelesen und Zaubersprüche aufgesagt hast. Außerdem, alles, was du gereinigt hast, leuchtet immer so, als wäre es neu. Alles, was du wäschst, hat einen wundervollen Duft. Und dann wären da noch diese schönen Augen. Sie funkeln und ziehen dich an, fast so, als wären es wertvolle Edelsteine. Diese Augen, die mein Herz zum Rasen bringen und deren Blicke mich aufsaugen. Und von eben diesen Augen soll ich mich also verzaubert haben lassen? Was ist das nur für ein unfassbar grauenhafter Zauber? Junger Herr, ich werde mich jetzt wohl besser auf den Weg machen und einkaufen gehen. Hey, Moment mal! Ich habe diese Geschichte doch eigentlich nur als Scherz gemeint. Und in dem Buch im Arbeitszimmer ging es lediglich um Haushaltsführung. The maid I hired recently is mysterious. Ich war vorhin so sehr von der Wahrheit überrascht, dass ich meine Chance verpasst habe, sie nach ihren Plänen zu fragen. Aber wenn sie wirklich eine Magierin sein sollte, was will sie dann ausgerechnet hier? Ich verstehe nicht, warum ist sie in ein so armes Anwesen wie meines gekommen? Junger Herr, haben Sie Ihre Hausaufgaben bereits gemacht? Nur darüber nachzudenken ist sinnlos. Ich bin schließlich der Herr dieses Anwesens. Ich werde Sie einfach nach Ihren Absichten befragen. Oh, es ist schon Mittagszeit. Ich werde sofort etwas vorbereiten. Warte mir, was genau dein Plan ist. Plan? Ah, also, gestern haben wir kalte Udon-Nudeln mit Auberginen gegessen. Wie wäre es,
Also heute mit Oyakodon. Was? Oyakodon? Da freue ich mich drauf. Warte mal, nein. Ich wollte nicht deine Pläne fürs Mittagessen wissen. Ich möchte von dir hören, aus welchem Grund du in dieses Anwesen gekommen bist. Oh. Komm schon, jetzt werde ich dein Geheimnis aufdecken. Warum grinst du jetzt so? Wie ich es mir dachte, du heckst etwas aus. Habe ich recht? Aber nein, natürlich nicht. Es ist nur einfach so, dass sie wirklich zu bezaubernd sind, wenn sie mich beobachten, junger Herr. Es war mir nicht möglich, mein Lächeln ihnen gegenüber zu unterdrücken. Lügnerin! Obwohl ich finde, dass du außerordentlich süß und hübsch bist, lächle ich dich trotzdem nicht so leichtfertig an. Egal, wie süß du vielleicht sein magst, mir wirst du so leicht nichts vormachen. Hast du verstanden? Jedes Mal, wenn ich in deine Augen sehe, zieht sich meine Brust zusammen und ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Und es sind nicht nur deine Augen oder dein Lächeln. Ich kann dir mittlerweile überhaupt nicht mehr ins Gesicht sehen. Hör auf mit den Spielchen! Warum bist du mein Dienstmädchen geworden? Verrate mir den Grund dafür! Sie möchten den Grund wissen? Also wissen Sie... Den kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Oh. Ich wusste es! Sie hackt tatsächlich etwas aus, nicht wahr? Was ist los mit Ihnen, junger Herr? Wenn Sie gerne möchten, ist noch jede Menge Nachschlag da. Oh, es war wohl nur ein Traum. Seit sie hier ist, denke ich so oft an sie, dass sie mittlerweile auch noch jede Nacht in meinen Träumen auftaucht. Ich glaube, ich hol mir ein Glas Wasser. So heiß. Warum ist es jede Nacht so unerträglich heiß? So spät in der Nacht? Etwa ein Einbrecher? Was soll ich tun? Sollte ich sie wecken? Nein, bis ich sie geholt habe, verschwindet er womöglich von hier. Mist, warum habe ich solche Angst? Ich bin schließlich der Herr dieses Anwesens. Ich muss derjenige sein, der sie beschützt. Ach so, sie ist es nur. Moment mal, was genau macht sie hier so spät? Höchst verdächtig. Schönen guten Morgen, junger Herr. Ja, guten Morgen. Danke für das Essen. Lecker. Das hier schmeckt auch toll. Es ist ausreichend Essen da. Sollten Sie also noch mehr wollen, geben Sie mir einfach Bescheid. Hör mal, eine Frage. Du hast mir etwas Verdächtiges ins Essen gemischt. Stimmt doch, oder? Oh? Ich habe es gesehen, wie du heute Nacht irgendetwas in der Küche gemacht hast. Was genau hast du da eigentlich getan? Nanu, Sie haben mich schon wieder erwischt, oder? Ich habe etwas ins Essen getan. Ein Mittel, damit Sie sich in mich verlieben, junger Herr. Es ist das, was man als Liebestrank bezeichnet. Liebes? Junger Herr, ich bin beeindruckt, dass Sie mein Geheimnis so schnell durchschaut haben. Wie bitte? Wie konnte sie mir nur einen Liebestrank ins Essen mischen? Sie ist auf keinen Fall ein gewöhnliches Dienstmädchen. Ach so. Was du da letzte Nacht im Geheimen zubereitet hast, war also dieser Liebestrank. Habe ich recht? Mist. Kein Wunder, dass mir das Essen, das du zubereitest, jedes Mal aufs Neue so unglaublich gut geschmeckt hat. Dass ich dich die ganze Zeit ansehen muss. Oder warum mein Herz ununterbrochen rast. Oder auch, warum ich darüber nachdenke, dass du süß bist. An all dem ist letztendlich nur dieser Liebestrank schuld, ja? Ja. Eigentlich wollte ich nur in der Lage sein, dem jungen Herrn leckeres Essen zuzubereiten und habe deshalb die ganze Nacht lang kochen gelernt. Ihm das zu sagen, wäre mir peinlich. Mach einfach keine Liebestränke mehr ins Essen, ja? Ganz wie Sie es wünschen. The maid I hired recently is mysterious. Irgendwie werde ich das komische Gefühl nicht los, dass sie mir andauernd ausweicht.
Die Sache mit der Magie und mit den Liebestränken. Ich frage mich, was genau sie sich dabei nur denkt. Da fällt mir ein, genau genommen weiß ich fast gar nichts über sie. Die Dinge, die ich gerne esse und die ich überhaupt nicht mag, die kennt sie alle. Aber ich weiß nicht einmal, ob es etwas gibt, das sie besonders mag oder hasst. Ich weiß auch ihren Namen nicht. Hey, hör mal! Hey, du! Ja? Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Meister Yuri? Warum nennt sie mich denn auf einmal bei meinem Vornamen? Bisher hat sie das noch kein einziges Mal gemacht. Das ist so verdächtig! Warum sprichst du mich denn plötzlich mit meinem Vornamen an? Was hast du geplant? Sie fragen, was ich geplant habe? Ich denke, es ist doch ganz normal, dass ein Dienstmädchen ihren Herrn beim Namen ansprechen sollte, finden Sie nicht? Aber so eine Reaktion hatte ich nicht erwartet. Könnte es sein, dass es Sie in Verlegenheit bringt? Das klingt, als seien wir ein Ehepaar! Wie? Meine Eltern haben sich gegenseitig mit Namen angesprochen. Sie waren wahnsinnig verliebt. Verliebt? So war das gar nicht gemeint. War nicht so gemeint? Also, ich muss noch einkaufen gehen. Bitte entschuldigen Sie mich. Hey! Da ist sie wieder weg. Sehr verdächtig. So aufgewühlt, wie sie war, verbirgt sie ganz bestimmt etwas. Könnte es etwa sein, dass ihr sämtliche private Informationen über mich bekannt sind? Mist, was genau hat sie mit diesen Informationen geplant? Will sie mich etwa an den Pranger stellen? Oder will sie an eine Untergrundorganisation verkaufen? Ich bin ihr Herr und trotzdem weiß ich im Grunde nichts über sie. Ich ergründe das jetzt und am Ende werde ich ihr beweisen, dass ich mehr über sie weiß als sie über mich. Also, ich glaube, es war irgendwo hier. Gefunden. Lilith. Ich weiß jetzt also, dass ihr Name Lilith ist. Allein ihr Name ist schon verdächtig. Aber wenigstens habe ich schon etwas über sie in Erfahrung bringen können. Los, sprich mich jederzeit mit meinem Namen an. Dann nenne ich dich auch bei deinem Namen und zeige dir damit, dass ich ebenfalls etwas über dich weiß. Heute gibt es zum Abendessen kalte Tomatennudeln und eine Sommergemüsesuppe, junger Herr. Wirst du nicht meinen Namen sagen? Möchten Sie, dass ich Sie öfter bei Ihrem Namen nenne? Von mir aus. Aber wenn ich das mache, werden wir beide uns noch näher kommen, junger Herr. Wir werden nicht direkt Freunde, nur weil du mich bei meinem Namen nennst. Meine Eltern waren wahnsinnig ineinander verliebt. Aber das lag unter anderem daran, dass sie sich auch gut verstanden haben. Und wir hingegen kennen uns ja überhaupt nicht richtig. Ich weiß nicht das Geringste über dich. Ja, das stimmt wohl. Das ist sogar offensichtlich. Und deshalb solltest du deinem Herrn von jetzt an etwas mehr über dich erzählen, Lilith. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass ich dir jetzt vertrauen kann. Ich muss schnell erwachsen werden. Und dann werde ich dich entlarven, Lilith. Ganz wie Sie es wünschen, Meister Yuri. Da fällt mir ein, warum hast du mich so plötzlich mit meinem Namen angesprochen? Nun ja, dafür gab es eigentlich keinen besonderen Grund. Ah, na dann. Thank you.
Meister Yuri. Wunderschönen guten Morgen, junger Herr. Junger Herr, hier ist etwas zum Ankleiden. Ich würde dann jetzt das Frühstück vorbereiten, wenn der junge Herr es wünscht. Wieso denn schon wieder neue Kleidung? Ich habe mich schon so ziemlich an das Leben mit Lilith gewöhnt. Nur finde ich sie einfach irgendwie verdächtig. Andererseits, sie ist so heiß. Heute wohl nach Müllerin-Art. Wow, lecker. Ich gehe schon und werde nachsehen. Kann das so früh morgens sein? Ich glaub's nicht. Das ist doch die neueste Konsole, die überall ausverkauft ist. Aber wieso schenkst du die mir denn? Ich freue mich sehr, wenn sie Ihnen gefällt. Die neuen Klamotten, die Hose von heute früh und dann diese Konsole. Warum schenkt sie mir plötzlich so viel? Das ist verdächtig. Sag mal, wieso schenkst du mir das alles überhaupt? Hä? Und dann ist das auch nur Zeug, das ich mir wünsche. Ich wollte ihn doch nur als ihr Dienstmädchen. Versuchst du, mich mit Geschenken gefügig zu machen? Ja, genau. Genau so ist es. Ich will sie gefügig machen, damit sie eines Tages mir gehören. Das ist der Plan. Und? Wie fänden Sie das, hä? Ich lasse mich doch nicht von dir gefügig machen. Es wird keineswegs so laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Du bist so anziehend, da brauchst du mich nicht mit Dingen zu ködern. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich ein Kind bin. Du bist die, die eines Tages von mir erobert wird. Wie? Du wirst nämlich eines Tages nur mir gehören, klar? Nachschlag, bitte. Gern, ganz wie Sie wünschen, der Herr. The maid I hired recently is mysterious. Junger Herr, ich habe Ihnen einen Tee gemacht. Danke. Junger Herr, ich habe für Sie etwas Süßes gebacken. Möchten Sie etwas davon? Junger Herr, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben. Junger Herr, soll ich Ihren Bleistift spitzen? Junger Herr, möchten Sie vielleicht noch eine Tasse Tee? Junger Herr. Du nervst total! Was soll denn dieses Kasperle-Theater? Welchen Plan verfolgst du, dass du mich ununterbrochen beim Lernen störst? Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte Ihnen nur eine Hilfe sein, junger Herr. Du lenkst mich so oder so ab. Dann kannst du beim Lernen auch einfach hier im Zimmer sein. Dann fühlst du dich auch nicht so allein. Ich glaube, ich habe mich eigentlich gar nicht einsam gefühlt.
hired recently is mysterious. Was ist nur los? Will Lilith denn gar nicht mehr zurückkommen? Es tut mir wirklich sehr leid, junger Herr. Aber ich müsste nur einmal kurz weg. Ach so. Ja, in Ordnung. Na gut. Sie ist einfach zu verdächtig. Warum schleicht sie so herum? Der Hinterhof? Was hat Lilith da zu suchen? Sie hat ganz bestimmt ein Geheimnis. Heute decke ich es auf. Sie spielt mit einer streunenden Katze? Miau! So fröhlich kann sie auch gucken? Oh, hallo, junger Herr. Wollen Sie sie vielleicht auch mal streicheln? Es ist ein ganz braves und zutrauliches Kätzchen. Nein, danke. Hm? Wieso denn nicht? Dabei ist sie so lieb. Oh. Oder wünschen Sie sich etwa, dass ich Sie auch mal so streichle, junger Herr? Nein, auf gar keinen Fall! Ich habe Angst vor Katzen! Außerdem bist du viel niedlicher als jede Katze! Ich habe gerade bewundert, wie du mit der Katze umgehst, wie du sie gestreichelt hast. Das war so liebevoll und wunderschön. Allerdings habe ich solche Angst vor Katzen, dass ich leider nicht näher kommen kann. Wieso freut sich dieses blöde Viech denn so? Darf ich es erklären? Es sieht nur aus wie freudiges Verhalten. Aber bei Katzen ist es ein Zeichen von Wut. Sie scheint sich vor ihrer lauten Stimme erschreckt zu haben. Was ist denn Ihr Problem, junger Herr? Ich will meine Angst vor Katzen überwinden. Ich verstehe. Na, dann werde ich Ihnen eben dabei helfen. Nicht nötig. Wie du weißt, bin ich hier der Hausherr. Das werde ich wohl alleine schaffen. Ganz wie Sie wünschen. Also dann gehe ich jetzt ins Anwesen zurück. Rufen Sie einfach nach mir, falls etwas ist. Miau! Das ist es. Dann eben nochmal. Miau. 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 Junger Herr. Ja bitte, Lilith, was gibt es denn? Hier ist Fisch vom Frühstück. Ich habe ihn für die Katze aufbewahrt. Da ich jetzt vorhatte, ein paar Dinge einzukaufen, wäre es vielleicht eine Gelegenheit, wenn Sie die Katze füttern. Gute Idee. Ich kümmere mich gleich darum. Ich danke Ihnen. Das ist nett, junger Herr. Also dann. Na, und? Schmeckt's denn? Ob sie sich jetzt anfassen lässt? Hatte ich eine Angst. Ob beim jungen Herrn alles in Ordnung ist?
junger Herr. Siehst du das, Lilith? Ich habe jetzt keine Angst mehr, Katzen anzufassen. Und das in so kurzer Zeit? Sie sind ja großartig, junger Herr. Ist doch wohl klaro. Immerhin bin ich hier auf diesem Anwesen der Hausherr. Das gefällt dir, hm? Ja, was bist du brav, mein Kätzchen. Du bist so angenehm zu streicheln. Was für ein süßes Ding. Junger Herr, würden Sie vielleicht... Ich dachte nur, vielleicht... Würden Sie mich auch gerne einmal... Ach was, ich freue mich, dass der junge Herr dich gestreichelt hat. Oh, aber junger Herr... Lilith, du bist auch sehr angenehm zu streicheln. Ich muss das Mittagessen vorbereiten, darum werde ich jetzt lieber schon mal reingehen. Hey, dir ist was runtergefallen. Aber warum schleppst du ein Foto von mir mit dir rum? Da bin ich wohl aufgeflogen, hä? Damit ich immer und überall meinen süßen jungen Herrn ansehen kann. Habe ich heimlich ein Foto von ihm dabei. Du kannst genauso gut mich direkt ansehen. Hä? Ich laufe weder weg, noch verstecke ich mich. Warum rennst du vor mir weg? Hat sie mich heimlich fotografiert? Aber warum? Doch nicht etwa für ein Hexenritual! Sie ist wirklich verdächtig. Junger Herr, das Mittagessen ist für Sie zubereitet. Alles klar, ich komme sofort. Ihre blauen Prunkwinden blühen sehr schön, junger Herr. Ja, das stimmt. Ich genieße es auch, jeden Tag sie anzusehen. Oh, nein, das will ich noch nicht zeigen. Noch nicht? Los, lass uns schnell zum Mittagessen. Junger Herr. Guten Appetit. Lecker. Einfach mega lecker. Da steckt doch bestimmt ein Geheimnis dahinter. Irgendeines. Oh, was wünscht der junge Herr? Na los, Lilith. Bring mir bitte sofort das Kochen bei. Hä? Aber ich kann Ihnen doch immer das Essen zubereiten. Ich will aber einfach gerne wissen, wie man kocht. Oh. Als ich sie das letzte Mal gefragt habe, hat sie mich getäuscht. Es ist das, was man einen Liebestrank nennt. Heute werde ich es gründlich untersuchen. Möchten Sie vielleicht, dass ich Sie bei der Hand nehme und Ihnen alles ganz genau erkläre? Ich bitte darum! Dein Essen schmeckt immer viel besser als alles, was ich bisher gegessen habe. Ich will bis an mein Lebensende deine Gerichte essen. Nein, am liebsten würde ich dich dafür zur Frau nehmen. Zur Frau? Muss ja nicht sein. Ich kann ja auch selbst lernen, wie man so kocht. Na gut. Dann fangen wir an und kochen zuerst den Eintopf, den Sie so lieben. Eintopf? Das klingt super. Wir fangen damit an, das Gemüse in kleine Stücke zu zerschneiden. Okay, auf geht's. Vorsicht! Junger Herr, ballen Sie Ihre linke Hand zu einer Katzenpfote. Und jetzt ganz sanft und langsam. Genau so. Sehr gut. So wie wir hier stehen, sieht es fast so aus, als würden wir uns liebevoll umarmen. Hast du irgendwas gesagt? Junger Herr, achten Sie auf Ihre Hände! Du hast mich doch gerade abgelenkt. Ja, es tut mir furchtbar leid. Und was soll ich als nächstes machen? Ach ja, stimmt, weiter geht's.
einmal gekocht habe, sieht es doch echt gut aus, oder? Sie sind einfach großartig, junger Herr. Du solltest dich auch schnell hinsetzen, Lilith. Wie? Aber dürfte ich wirklich ein kleines bisschen davon kosten? Ja, aber natürlich. Lass uns zusammen essen. Ja, gerne. Ich danke Ihnen für die Einladung. Guten Appetit. Ich bin mir sicher, dass hier nichts Verdächtiges dran ist. Junger Herr, das ist unglaublich. Das ist ganz normal. Nein, ausgesprochen vorzüglich. Keinesfalls. Irgendwie schmeckt es anders als sonst. Ich kann nicht glauben, dass es dasselbe Rezept sein soll. Für mich schmeckt es sogar noch besser als sonst, wenn ich es gekocht habe. Oh, wahrscheinlich liegt's daran, dass wir die Geheimzutat vergessen haben. Hab ich's doch gewusst. Ich gebe immer ganz viel davon hinein. Die Geheimzutat ist Liebe, die ich für sie empfinde. Sonst nicht. Ich verstehe. Liebe also. Das ist also dein geheimes Erfolgsrezept. Weil du an mich denkst und das Essen bloß für mich kochst, empfinde ich beim Essen so viel Glück. Unmöglich. Dass das Anwesen so strahlt und zerrissene Kleidungsstücke immer wie durch Zauberhand repariert sind. Du meinst, das liegt daran, dass du so viel Liebe für mich empfindest? Ja, genau. Erklär das mal! Wie kommt es, dass du so viel Liebe hier hineinfließen lässt? Das ist noch ein Geheimnis. Heute ist viel passiert. Und es war ein wirklich schöner Tag. Was ist das? Aber ich frage mich, woher sie wusste, dass Eintopf mein Lieblingsgericht ist. Sie sind heute sicher ziemlich erschöpft. Erholen Sie sich bitte gut. Ja. Dann wünsche ich eine gute und geruhsame Nacht, mein junger Herr. Das wünsche ich dir auch. Wann schläft Lilith eigentlich? Doch bevor ich aufstehe, arbeitet sie schon. Und nachdem ich zu Bett gegangen bin, scheint sie auch noch zu arbeiten. Verdächtig! Ganz bestimmt stellt sie was Verdächtiges an, während ich schlafe. Heute schlafe ich nicht und sehe mir das genauer an. Ungestört ihr süßes und schönes Gesicht ansehen. Schlafen Sie gut, junger Herr. Thank you.
Herr, haben Sie auch alles dabei? Ja, keine Angst. Junger Herr, sind Sie sicher, dass Sie den Weg alleine finden? Wie oft denn noch? Ich habe alles. Und du brauchst mich auch nicht hinzubringen. Aber heutzutage ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Außerdem... Keine Angst, ich komm schon klar. Pass einfach für mich auf das Haus auf, Lilith. Aber... Ist jetzt mal gut? Jawohl, ganz wie Sie wünschen. Alles klar, dann bin ich mal weg. Junger Herr! Hm? Ihre Krawatte ist locker. Vielen Dank. Da ist Staub auf Ihrem Schuh. Vielleicht wäre das andere Outfit doch besser gewesen. Oh, ja. Die Ärmel. Hä? Was ist denn los, junger Herr? Erstaunlich. Könnte es sein, dass Sie so fasziniert von mir sind und deswegen nicht zur Schule gehen wollen? Nein, es kam mir nur so vor, als wären wir verheiratet. Hä? Genau so hat sich meine Mutter jeden Tag und immer wieder zu meinem Vater verhalten. Sie waren richtig verknallt. Verknallt? Junger Herr, Beeilung, Sie kommen sonst noch zu spät zur Schule. Oh, richtig. Dann bin ich mal weg. Wir sehen uns schon sehr bald wieder. Danke fürs Fahren, Fujisaki. Ich wünsche einen schönen Tag, junge Herren. Ich habe von Fujisaki gehört, dass seine Eltern verstorben sind. Ihm scheint es noch nicht wieder richtig gut zu gehen. Ich bin wegen Lilith ein bisschen spät dran. Ich habe ihr meine Anweisungen gegeben. Sie sollte genug Beschäftigung haben. Ja, das war lustig, oder? Hey, habt ihr das schon gehört? Was ist? Was meinst du denn? Wusstet ihr das noch nicht? Seine Eltern sind neulich bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ernsthaft? Alle beide? Ja, genau. Und seine Bediensteten sollen auch alle gekündigt haben. Lebt er also alleine? Wie macht er das? Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, dass es ziemlich übel ist. Ob er sich die Schulgebühren leisten kann? Hey, hört auf damit! Ja, das ist gemein! Yuri... Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Es gibt einen Jungen an meiner Schule, sogar in meiner Klasse, der mich mit seinen ehrlichen Augen in den Bann zieht. Er hat mit mir gesprochen, obwohl ich so schüchtern und still bin. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Vielleicht ist es anmaßend von mir, aber wenn ich etwas tun könnte, um ihm über den Verlust seiner Eltern hinwegzuhelfen, würde ich es gerne tun. Sei tapfer, Tsukasa. Trau dich einfach. Hallo, Yuri, ich... Hallo alle zusammen. Könnt ihr euch bitte setzen? Jawohl. Ich frage mich, warum der junge Herr so abweisend ist. Liegt es daran, dass er meinen Fähigkeiten als Dienstmädchen noch nicht traut? Oder bin ich nur nicht freundlich genug zu ihm? Genug jetzt. Ich darf nicht weiter Trübsal blasen. Ich werde mein Bestes geben und hart arbeiten, damit er mich so schnell wie möglich akzeptiert. Hey, wo habt ihr denn die Sommerferien verbracht? Ich bin zum Ferienhaus meines Großvaters gefahren. Ich bin ganze 3 Wochen am Meer gewesen. Da bin ich in einem riesigen Boot gefahren. Oh, das klingt cool. Also, Yuri, warst du irgendwo, Tsukasa? Hä? Das hat wirklich gut geschmeckt. Oh. Hm. Tsukasa? Hä?
Ich denke, zum Abendessen mache ich Fleischklöße mit viel Salat und Maissuppe. Ja, gute Idee. Jetzt muss ich nur zuerst den jungen Herrn abholen. Er ist vielleicht gerade etwas sauer auf mich, aber es gehört zu den Aufgaben eines Dienstmädchens, seinen Meister pünktlich abzuholen. Der Klavierunterricht ist um 15 Uhr, Englischunterricht um 17 Uhr. Hä? Ist das nicht... Ich kann alleine nach Hause gehen. Ich brauche niemanden, der mich abholt. Wow, was für ein hübsches Dienstmädchen. Zu welchem Anwesen gehört sie? Oh. Warum ist Lilith hier? Ist sie doch hergekommen, um mich abzuholen? Dabei habe ich ihr gesagt, dass sie nicht zur Schule kommen soll. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, mit ihm zu reden. Iori? Das ist meine Chance. Los, sei mutig, Tsukasa. Warte! Iori, ich will... Hä? Junger Herr. Wer ist das? Ich hab doch gesagt, du sollst nicht zu meiner Schule kommen. Es gehört aber zu meinen Pflichten als ihr Dienstmädchen. Das Gerücht, dass er alle seine Dienstboten entlassen musste, war also falsch. Aber... Was bin ich aber? Sie ist irgendwie verdächtig. Junger Herr, könnte es vielleicht sein, dass Sie sich vielleicht trainieren, falls jemand sehen könnte, wie nah wir beide uns stehen? Was? Irgendwie klingt es so, als würde sie von einer speziellen Beziehung sprechen. Was haben die zwei denn für eine Beziehung? Jeder wird hier völlig austicken, wenn ein so wunderschönes Dienstmädchen wie du auftaucht. Deshalb will ich auch nicht, dass dich irgendjemand anderes sieht. Ich habe verstanden. Er schmeichelt ihr total. Und diesem Dienstmädchen scheint es zudem noch ziemlich zu gefallen. Es gibt keinen Zweifel. Das ist ganz sicher eine verbotene Romanze zwischen Dienstmädchen und Meister. Iori muss in dieses Dienstmädchen verliebt sein. Ich hätte sehr viel einfühlsamer sein müssen. Das ist in Ordnung. Das habe ich schon längst vergessen. Weil wir uns so lange nicht gesehen haben, dachte ich, dass sie vielleicht die nächste Zeit alleine mit mir verbringen wollen. Die beiden alleine? Das ist absolut unanständig. Ein Mann und eine Frau dürfen nicht einfach so alleine zusammen sein. Iori ist noch ein Kind. Die Diener-Meister-Beziehung, der Altersunterschied. Das ist alles tabu. Aber genau das macht es wohl so leidenschaftlich. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ich habe viel darüber in Büchern gelesen. Ja, liebend gern. Wenn es mir möglich wäre, würde ich dich pausenlos beobachten. Ich habe heute die ganze Zeit, die ich in der Schule war, nur an dich gedacht. Ich konnte es kaum mehr erwarten, dein Gesicht wiederzusehen. Wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich 24 Stunden am Tag bei dir sein. Was ist das für ein Klopfen in meinem Herzen? Es ist so mächtig! Iori hat immer noch seine ehrlichen Augen. Nein, seine Augen sind, wenn er das Dienstmädchen ansieht, dann sind sie sogar noch ehrlicher. Ich war kurz davor, mich in das Zusammentreffen der beiden einzumischen. Aber ich glaube, ich würde das Pärchen viel lieber noch eine ganze Weile beobachten. Meisterin Tsukasa? Wie lange haben Sie denn noch vor, das Auto auf sich warten zu lassen? Also wirklich, ich habe nach Ihnen gesucht. Tut mir leid. Ich kann das erklären, oder doch nicht? Was ist los, Lilith? Du bist es also tatsächlich. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sie sind Fräulein Tsukasa Gojuin, ja? Ja. Vielen Dank, dass Sie sich immer um Meister Iori kümmern. Ich hoffe, Sie bleiben auch weiterhin seine beste Freundin. Ja, ich...
es mit dem größten Vergnügen. Das ist schön, vielen Dank. Jetzt müssen wir leider schon gehen. Auf Wiedersehen. Kennst du dieses Dienstmädchen? Ja, ein bisschen. Sie ist ein sehr, sehr netter Mensch. Ja. Und auch ihre Kleidung. Hey, Fujisaki, könntest du vielleicht... Wenn ich sowas anziehen muss, werde ich sofort kündigen. Junger Herr, wie war es denn heute in der Schule? Also, es hat Spaß gemacht. Auch das Mittagessen war sehr lecker. Das ist erstaunlich. Keine Sorge, das, was du kochst, ist immer noch leckerer. Das höre ich gern, vielen Dank. Ach ja, heute gibt es wieder Fleischklößchen zum Abendessen. Oh, wirklich? Also mit dem Putzen fertig. Ich habe aber noch nichts fürs Abendessen eingekauft. Ich sollte mich beeilen. Ich bin zu Hause. Hallo, Lilith? Hallo, Lilith? Hallo, Lilith? Sie hat sich bestimmt nur irgendwo versteckt. Es ist absolut zwecklos, mich überraschen zu wollen. Gib auf und komm raus! Das ist ja echt seltsam. Wo könnte sie hingegangen sein? Vielleicht einkaufen? Naja, egal. Wenn sie nicht hier ist, dann... Ich werde das Alleinsein so lange wie möglich genießen, bis sie wieder zurückkommt. Also, was könnte ich denn heute Abend zum Essen kochen? Es ist ja schon fast Herbst. Vielleicht etwas aus der Saison. Kürbis, Lotuswurzel, Süßkartoffel. Matsutake-Pilze wären ein bisschen zu teuer. Oh, ich hab's. Willkommen, willkommen. Heute gibt's wie immer fangfrischen Fisch. Pazifischer Makrelenhecht passt gut zum Herbst. Dann gibt's heute ein ganzes Makrelenhecht-Menü. Willkommen, willkommen. Was darf es sein, Fräulein? Ich möchte etwas pazifischen Makrelenhecht haben. Oh, das tut mir leid. Der Makrelenhecht ist heute schon ausverkauft. Oh, das ist aber schade. Ach ja, der ist in letzter Zeit schwer zu bekommen und dann schnell ausverkauft. Ich könnte Ihnen allerdings etwas anderes empfehlen. Ich habe sehr guten Bonito hier. Wie wäre es denn damit? Nein, danke. Wie schade. Genau. Ich werde es woanders versuchen. Er ist überall ausverkauft. Vielleicht sollte ich aufgeben und heute etwas anderes kochen. Nein, ich will und darf auf keinen Fall aufgeben. Ich möchte, dass der junge Herr ein leckeres Essen bekommt. So mache ich es. Ich werde es in der Nachbarstadt versuchen. Das hat riesigen Spaß gemacht. So spät ist es schon? Lilith ist echt spät dran. Wo ist sie nur hingegangen? Sie könnte sich wenigstens bei mir melden, wenn sie erst so spät nach Hause kommt. Es ist schon so dunkel geworden. Ich muss mich beeilen. Ich habe nie bemerkt, wie ruhig es ohne sie ist. Ist sie vielleicht gar nicht einkaufen? Vielleicht erledigt sie etwas, das sie mir nicht sagen kann. Sonst schreibt sie immer einen Zettel, wenn sie rausgeht. Ihre Handynummer sollte hier irgendwo drinstehen. Oh. Was macht Ihr Handy hier? Ich habe endlich welchen bekommen. Jetzt kann ich ein leckeres Abendessen für den jungen Herrn zubereiten. Oh, oh je.
scheint schon ziemlich spät geworden zu sein. Vielleicht macht er sich sogar schon Sorgen um mich. Ich sollte ihm kurz Bescheid sagen. Wie? Wo ist es denn? Es ist nicht hier. Habe ich mein Handy vielleicht im Anwesen vergessen? Ich sollte schnellstens nach Hause. Sie kommt gar nicht mehr. Es ist das erste Mal, dass ich so spät noch alleine bin, seit Lilith hier ist. Oh? Lilith! Ach so, du bist es. Na, komm rein. Das war jetzt schon der dritte Zug in die andere Richtung. Ja, heute läuft es echt nicht gut. Es kommt aufgrund von Wartungsarbeiten zu Verspätungen. Oh Mann, ich geh was trinken. Was soll ich nur tun? So komme ich nie nach Hause. Also wirklich, meine Herrin ist unmöglich. Wie kann sie mich nur dafür losschicken, ihren Manga zu kaufen? Hm? Sie ist eines Tages wie aus dem Nichts hier aufgetaucht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn sie genauso plötzlich verschwindet. Außerdem bin ich ohne dieses verdächtige Dienstmädchen sowieso besser dran. Was für ein Glück, danke. Ich schulde dir etwas. Ach was, ich war nur ganz zufällig hier in der Gegend. Was hast du denn so Besonderes gemacht, dass du dafür in die Nachbarstadt fährst? Ich war einkaufen, um etwas zu kochen. Hättest du das nicht in einem Geschäft in deiner Gegend kaufen können? Na, irgendwie konnte ich nicht die richtigen Zutaten, die ich brauchte, finden. Ich verstehe. Seit wann bist du denn hier? Seit ungefähr einem Monat. Geht es für dich klar, dass du wieder zurück bist? Ja. Aha, ich verstehe. Oh. Ich bin dir wirklich zu Dank verpflichtet. Wir sollten uns in Zeiten der Not aufeinander verlassen. Junger Herr! Oh. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich konnte mich nicht melden, weil mein Handy... Junger Herr? Hast du einen Fluch auf mich gelegt? Hä? Ein Fluch, der mich traurig macht, wenn du nicht in meiner Nähe bist? Genau so muss es sein. Es war nämlich nicht so, bevor du hier eingezogen bist. Gib es doch zu. Du hast mich verflucht. Selbst als das Anwesen leer und dunkel war, selbst als ich ganz alleine war, ging es mir viel besser. Aber jetzt fühle ich mich so einsam, allein und unsicher ohne dich. Was, wenn du nicht nach Hause gekommen wärst? Ich habe noch mehr an dich gedacht als sonst schon. Das ist ein schrecklich abscheulicher Fluch. Aber, junger Herr... Gib doch zu, du hast mich mit einem solchen Fluch belegt, damit ich in Zukunft nicht mehr allein ohne dich leben kann. Ich habe sie verflucht. Ich will, dass sie sich ohne mich schrecklich einsam fühlen. Trotzdem haben sie es gut gemacht. Sie haben ja alleine auf mich gewartet. Jetzt bin ich sicher, sie sind wahrlich mein Meister. Aber verschwinde bitte nie wieder, ohne mir vorher Bescheid zu sagen. Ja, das verspreche ich Ihnen, junger Herr. Fujisaki. Allerdings möchte ich nicht Ihr Botenjunge sein, meine junge Herrin. Oh, tut mir leid. Eine Frage, Fujisaki. Könntest du dir das bitte mal ansehen? Ich finde, du solltest künftig dieses Outfit tragen. Ist das nicht wunderschön?
Junge Herren? Ja, was gibt's denn? Unter den Umständen werde ich heute noch kündigen. Was? Ich bin sicher, dass es dir perfekt stehen wird. Bitte, bitte. Hey, warte, Fujisaki. Nicht seltsam? Bin gespannt, ob mich der junge Herr überhaupt wiedererkennen wird. Wie ist es dazu gekommen? Ich will, dass der junge Herr gesund und gut aufwächst, sowohl körperlich als auch geistig. Deshalb bin ich in dieses Anwesen gekommen. Wären Sie so gütig und würden mich in Ihrer Villa als Dienstmädchen einstellen? Das war mein Plan, aber... Er ist so misstrauisch mir gegenüber. Ich kann es ihm nicht verdenken. Ich bin wie aus dem Nichts aufgetaucht. Aber wenn wir so weitermachen, wird das einen negativen Einfluss auf ihn haben. Damit er vertrauensvoll aufwachsen kann, muss ich ihm näher kommen. Auf den jungen Herrn aufzupassen, ist meine Pflicht als Dienstmädchen und als einzige Erwachsene in diesem Haus. Du da die ganze Zeit? Was hast du vor? Aber, junger Herr... Was fällt dir eigentlich ein? Warum überwachst du mich? Nun... Wie soll ich sagen? Sie beobachten mich doch auch immer. Das macht ihnen doch viel Freude. Du suchst nach meiner Schwachstelle, stimmt's? Das lasse ich nicht zu. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Junger Herr, warten Sie... Hä? Lilith! Tut mir leid, junger Herr. Ich bin untröstlich. Geht es Ihnen gut? Ich glaube, ich muss ein bisschen besser auf dich aufpassen, oder? Ich werde dich nie mehr gehen lassen. Und ich bleib bei dir. Vielen Dank. Ich versuche, ihm etwas näher zu kommen, aber ich tollpatsch bin gleich auf ihm gelandet. Er sieht mich sehr skeptisch an. Ich muss seinen Respekt und sein Vertrauen gewinnen. Ich sollte mich etwas erwachsener und nicht nur wie ein Dienstmädchen verhalten. Junger Herr... Wird es Ihnen nicht langweilig, wenn Sie mir immer so intensiv bei der Hausarbeit zusehen? Das kam richtig erwachsen rüber, oder? Du bist verdächtig! Du versuchst doch etwas vor mir zu verheimlichen, weil du etwas ganz Gemeines ausheckst. Nein. Das läuft jetzt in die falsche Richtung. Du bist auch schön, wenn du arbeitest, und das weißt du ganz genau. Tu nicht so unschuldig. Egal von wo aus ich dich sehe, egal was du tust, ich würde mich nie langweilen. Ich könnte dir stundenlang zusehen. Dachte ich's mir doch. Ich will dich mein ganzes Leben lang ansehen. Vielen Dank. Das ist sehr schön. Das ist überhaupt nicht schön. Ich schaff das nicht. Der junge Herr ist einfach zu direkt. So kann ich mich nicht wie eine vernünftige Erwachsene benehmen. Aber nächstes Mal... Zuerst muss ich den jungen Herrn aus der Reserve locken. Dafür werde ich zeigen, dass ich ein zuverlässiges und erwachsenes Dienstmädchen bin. Junger Herr, ich glaube, ich weiß alles. Ich weiß alles über Ihre Gefühle. Das ist
Ich habe nur versucht, ihm zu sagen, dass ich ihn verstehe. Das ist unmöglich. Ich habe zwar gesagt, dass ich dich besser kennenlernen wollte und dass du mir nicht mehr aus dem Kopf gehst. Und du durchschaust all meine Gefühle? Das wollte ich damit nicht sagen. Habe ich also recht gehabt? Definitiv verdächtig. Ich habe es wieder vermasselt. Ich möchte dem jungen Herrn einfach etwas näher kommen. Aber ich drehe mich immer wieder im Kreis. Es ist nicht so, dass er mich hasst, denke ich. Aber wenn das so weitergeht, wird er mir nie sein Vertrauen schenken. Es muss einen Weg geben. Eine Möglichkeit, sein Vertrauen zu gewinnen und ihm ein Stück näher zu kommen. Ja, genau. Spielen? Ja. Wenn wir schon zu zweit alleine diesem Anwesen sind, könnten wir doch mal eine kleine Pause einlegen. Ein Spiel zu machen ist sicherlich der beste Weg, um sich hinterher besser zu verstehen. Meinetwegen. Wir werden viel Spaß miteinander haben. Nur wir beide ganz allein. Und wie war ich? Das war eine richtig gute, erwachsene Einladung, nicht wahr? Noch mehr Spaß als jetzt schon? Hä? Aber ich habe schon viel Spaß, seit du hier bist, Lilith. Ich fühle mich immer gut, wenn du in meiner Nähe bist. Soll das bedeuten, dass das auch eine deiner Fallen ist? Warum das denn? Es scheint dir offensichtlich sehr zu gefallen, mich misstrauisch zu machen. Moment mal. Der junge Herr hat sich selbst mit seinen eigenen Worten verwirrt. Was soll das schon wieder bedeuten? Das sollte ich wohl eher fragen. Ich bin sicher, wir werden uns besser verstehen, wenn wir zusammen ein Spiel spielen. Lassen Sie uns Ihr Lieblingsspiel spielen. Oh wow, echt? Dann fangen wir mal an. Na los, du bist am Zuge. Ja. Was ist, junger Herr? Das hier ist das Spiel, das mein Vater mir beigebracht hat, als ich noch klein war. Meine Mutter und mein Vater waren sehr nette und liebevolle Menschen. Aber sie waren immer sehr beschäftigt und waren deshalb kaum zu Hause. Und darum war ich immer ausgesprochen glücklich, wenn sie etwas mit mir unternommen haben. Kommt nicht in Frage! Ich will aber nicht! Ich will viel lieber mit Vater spielen! Ach, Juri, ich weiß, dein Vater ist heute zwar zu Hause, aber er muss noch sehr viel Arbeit erledigen. Ich habe eine Idee! Lass uns zwei doch heute zusammen was Tolles machen. Wir könnten den Pudding kochen, den dein Vater und du so gerne isst. Was sagst du? Du kannst gar nicht richtig gut kochen. Das hat Vater jedenfalls zu mir gesagt. Du bist so gemein! Ich werde dir jetzt den allerbesten Pudding machen. Dann musst du mir sagen, dass er lecker ist. Nur damit wir uns verstehen. Du darfst deinen Vater unter keinen Umständen stören. Juri. Oh. Ich hoffe nur, dass sich Juri ordentlich benehmen wird. König? König. Das ist der Springer? Springer. Bauer? Bauer. Juri, das ist ein Bauer und kein Bava. Bauer. Ja, richtig. Genauso. Papa, du bist der König. Dann ist deine Mutter also auch die Königin. Übrigens ist die Königin die stärkste Figur im Schachspiel. Noch stärker als der König? Ja, noch stärker als der König. Dann ist Mama also die stärkste hier bei uns zu Hause, oder? Da könntest du recht haben. Juri! Ich hatte doch gesagt, du sollst nicht hierher gehen. Aber ich wollte doch nur ein bisschen mit Vater spielen.
Nur ein bisschen. Ist schon gut, Chiho. Yuri hat sich überhaupt nichts Schlimmes dabei gedacht. Du brauchst ihn nicht in Schutz zu nehmen. Ich finde, dass du den Kleinen viel zu sehr verwöhnst. Ah, tut mir leid. Naja, nur dieses eine Mal. Ach, Mutter! Vater und ich, wir haben gerade zusammen Schach gespielt. Er hat mir gesagt, dass du hier bei uns im Haus die Königin bist. Wir haben nur darüber gesprochen, dass du genauso schön wie eine Königin bist. Ach, da werde ich ja jetzt ganz rot. Und was ist? Kann ich denn für dich auch noch irgendetwas tun? Ich habe einen Pudding gemacht. Wollen wir vielleicht zusammen einen Tee trinken? Ich habe auch ganz viel Hunger. Oh. Eigentlich habe ich nur ein paar Mal gegen meinen Vater Schach gespielt. Aber es hat Spaß gemacht. Junger Herr, verfügen Sie über mich. Von nun an werde ich mit Ihnen spielen, wann immer Sie wollen. Aber Lilith... Ich bin ein starker Spieler. Mess dich mit mir. Ich werde nicht verlieren, mein junger Herr. Vielleicht war ich nur etwas zu ungeduldig. Ich werde einfach tun, was ich kann, Stück für Stück. Damit der junge Herr mehr lächelt. Junger Herr, ich wollte zwar, dass wir eine Menge Spaß haben, aber langsam ist es doch etwas... Noch einmal! Wir spielen noch eine Runde! Bye-bye! Komm gut nach Hause! Ja, tschüss! Vielleicht mache ich heute einen Pudding. Der junge Herr wird sich darüber bestimmt freuen. Herzlich willkommen zu Hause, junger Herr. Da bin ich wieder. Aber junger Herr... Oh. Junger Herr, der Pudding ist mir gut gelungen. Der junge Herr schien vorhin ziemlich niedergeschlagen. Hoffentlich muntert ihn der Pudding ein bisschen auf. Dass du mir plötzlich Pudding servierst, ist verdächtig. Gib es zu, was ist die Absicht dahinter? Ich habe nur angenommen, dass sie vielleicht etwas leckeren Pudding essen wollten. Was bist du, Lilith? Eine Hellseherin? Wie konntest du wissen, was ich wollte? Köstlich! Es gibt noch etwas mehr, wenn Sie möchten. So wird es funktionieren. Was gibt's denn? Ich habe Pudding als Zwischenmahlzeit gemacht. Möchten Sie vielleicht einen? Er ist selbst gemacht. Ja, schön. Vielen Dank. Der junge Herr ist mir gegenüber gar nicht misstrauisch? Es ist gut, dass er heute mal nicht misstrauisch ist. So sollte es auch zwischen einem Dienstmädchen und ihrem Herrn sein. Dann kann der junge Herr ohne Probleme reif und erwachsen werden. Aber irgendwie... Ich hätte es lieber, wenn er mir gegenüber misstrauisch wäre. Dass du mir heimlich folgst, ist überaus verdächtig. So sollte es funktionieren. Er bemerkt mich nicht mal. Er ist sonst immer so aufmerksam. Was ist hier los? Ignoriert er mich, obwohl er weiß, dass ich ihn hier beobachte? Oder hat er gänzlich das Interesse an mir verloren? Hey, Lilith. Ich... Hier. Die Kündigung? Tag der offenen Tür?
Meine Lehrerin hat gesagt, dass an unserer Schule oft auch Bedienstete statt der Eltern anwesend sind. Und du bist alles, was ich in dieser Welt habe. Aber du bist verdächtig. Du wirst Aufmerksamkeit erregen. Ich will eigentlich nicht, dass die anderen dich sehen. Ich habe lange überlegt, was ich tun soll. Aber morgen ist nun mal der Tag der offenen Tür. Also, ich will dich nicht zwingen, aber würde mich freuen. Ich würde es mir wünschen, dass du kommst. Mit dem größten Vergnügen. Verlassen Sie sich auf mich. Du kommst wirklich mit? Aber natürlich. Ich bin froh, das alles zu hören. Und ich habe schon befürchtet, dass Sie das Interesse an mir verloren hätten. So ein Quatsch natürlich nicht! Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie ich dich dazu bringen kann, dass du mich dorthin begleitest. Ich denke den ganzen Tag immer nur an dich, Lilith. Ich auch ebenso an Sie. Hast du etwas gesagt? The maid I hired recently is mysterious. Lilith, hör mal bitte zu. Sowohl die Lehrer als auch die Eltern an meiner Schule sind bekannt dafür, dass sie alle unglaublich streng sind. Du weißt, was ich dir damit sagen will, oder? Wollen Sie vielleicht, dass ich auch etwas strenger zu Ihnen bin? Ja? Ganz und gar nicht. Ich meine dein Outfit. Hä? Das ist mein normales Dienstmädchen-Outfit. Normal ist für mich etwas anderes. Ganz wie Sie wünschen. Also dann, ich komme so schick, wie mir eben möglich ist. Ich glaube, das ist nicht gut. Nicht nur ich, sondern die ganze Klasse wird besessen von dir sein. Die Schule wird einstürzen. Meinen Sie nicht, dass das etwas übertrieben ist? Bitte komm auf jeden Fall in ganz normaler Kleidung zum Tag der offenen Tür. Das hier ist zu langweilig. Hierbei ist der Rücken etwas zu freizügig. Und damit wird der junge Herr womöglich wütend, weil es die Figur betont. Was soll ich nur anziehen? Lilith. Sie schafft es vermutlich nicht, weil sie keine anderen Klamotten hat. Ich dachte, es würde reichen, ihr das mit dem Tag der offenen Tür mitzuteilen. Tut mir sehr leid. Wir schaffen es nicht. Wir haben noch ganz wichtige Arbeit zu erledigen. Streng dich schön an, Yuri. Meine Mama kommt. Bei mir kamen beide Eltern. Setzt euch bitte auf eure Plätze. Der Unterricht beginnt. Die Eltern und Erziehungsberechtigten dürfen jetzt bitte eintreten. Sie braucht nicht zu kommen. Ich komme gut allein zurecht. Sie ist so verdächtig. Aber warum habe ich so sehr darauf gehofft, dass sie kommt? Entschuldige bitte die Mühe. Du bist die einzige Person, die ich darum bitten konnte. Hab vielen Dank dafür, Fujisaki. Das habe ich doch gern für dich gemacht, Lilith. War mir ein Vergnügen. Entschuldige bitte, tut mir leid, dass ich mich heute verspätet habe. Die Vorbereitung hat länger gedauert als erwartet. Ja. Aber junger Herr, Sie haben sich heute außerordentlich angestrengt. Ja. Nur warum würdigen Sie mich denn keines einzigen Blickes? Junger Herr! Danke, dass du heute zur Schule gekommen bist. Ich habe mich riesig gefreut.
hat mich auch gefreut. Vielen Dank, es war schön. Die Schule war noch viel anstrengender als sonst. Oh, Lilith! Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Was gibt es denn, junger Herr? Das andere Outfit hat dir auch gut gestanden. Ich bin dem jungen Herrn einfach nicht gewachsen. Sportfest trainieren, was denn sonst? Unsere langen Flure hier sind perfekt, um Laufen und Sprints zu üben. Na, dann weiß ich Bescheid. Sie hatten ja erwähnt, dass demnächst ein ganz wichtiges Sportfest stattfinden wird. Sie im Flur laut rufen zu hören und dabei hin und her laufen zu sehen, hat mich überrascht. Das fand ich verdächtig. Wie bitte verdächtig? Das musst gerade du sagen! Ich würde Ihnen gerne dabei behilflich sein, Ihre Trainingsziele zu erreichen. Oh, willst du mir etwa helfen? Mit Freude. Und los! Und los! Und eins und zwei, geben Sie alles, junger Herr! Und eins und zwei... Gibt es einen Grund, warum Sie nicht mittrainieren wollen? Das sah gerade so süß aus, da konnte ich einfach nicht. Wie bitte? Mit deiner Trainingsmethode komme ich bestimmt auf den ersten Platz. Mein Herr, ich bin sehr froh, dass ich Sie unterstützen kann. Das darfst du aber nicht beim Sportfest machen. Die anderen Teilnehmer dürfen nämlich auf keinen Fall sehen, was ich für eine süße Trainerin habe. An welchem Tag ist denn das Sportfest? Es ist noch ein bisschen hin bis zum Wettkampf. Du kannst mich dann gerne anfeuern. Aber natürlich, mein Herr. Mein junger Herr, ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag. Aber Lilith, ich habe dir doch schon so oft gesagt, dass du mich nicht abholen sollst. Ich habe erwartet, dass Sie so etwas in der Art sagen werden. Darum habe ich lange mit mir gehadert, ob ich wirklich kommen soll. Aber ich konnte es nicht erwarten, Sie zu sehen. Komisch, mir geht es ganz genauso. Die ganze Zeit habe ich nur darüber nachgedacht, was du heute wohl anstellen wirst. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was wir heute im Unterricht für ein Thema behandelt haben. Aber mein junger Herr, Sie müssen sich besser konzentrieren. Das geht aber nur, wenn du damit aufhörst, mich von der Schule abzuholen. Gut, in Ordnung. Ah, meine Güte, Yuri und sein entzückendes Dienstmädchen. Die beiden sehen zusammen immer so gut aus. Ich bitte Sie, junge Herren. Ich finde, Sie sollten da nicht so rüberstarren. Anscheinend hast du keine Ahnung. Es macht mir nämlich Spaß und ist der reine Nervenkitzel. Merkwürdiger Charakterzug. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es scheint eine bittersüße Beziehung zu sein. Ach, könnte ich doch nur auch so etwas Aufregendes erleben. Ich würde mich auch über eine so bezaubernde Dienerin freuen. Ich bitte Sie, Ihre Fantasie ein wenig zu zügeln. Denn wir müssen jetzt leider nach Hause. Oh Mann! Deine Emotionslosigkeit macht mich fertig! Nicht mal die kleinste Regung ist zu spüren! Meine junge Herrin, sind Sie mit meiner Person unzufrieden? Aber nicht doch! Ich bin völlig zufrieden mit dir! Darum bist du mein Dienstmädchen! Dafür liebe ich dich! Ich weiß nicht, was Sie meinen. Lassen Sie uns jetzt gehen. Auf geht's. Sei doch nicht so, nur einmal! Ich sagte nein. Oh, ich möchte sofort wissen, was für leckere Kekse das sind. Dieses Gebäck heißt Financier. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen, mein Herr. Es ist überaus köstlich. Ich nehme an, die hast du ganz allein gebacken. Die sind großartig. Vielen Dank, das habe ich gern gemacht. Sie haben erwähnt, dass Sie möglicherweise hungrig sein werden, wenn Sie von der Schule kommen. Diese Zwischenmahlzeit sollte Sie bis zum Abendessen ausreichend versorgen. Die könnte ich mir aber auch als Abendessen vorstellen. Das geht aber nicht. Schade. Was ist denn das da? Ich sagte Ihnen doch, dass ich Sie beim Training für das Sportfest gerne unterstützen werde. Also habe ich ein wenig recherchiert und einen Trainingsplan für Sie zusammengestellt. Ein Trainingsplan? Wenn Sie erlauben, dann werde ich Sie trainieren und unterrichten. Wir gehen das Training Schritt für Schritt an. So lange, bis Sie zufrieden sind.
Ist das wirklich dein Ernst? Ich wäre schon glücklich, wenn du nur zum Sportfest erscheinen würdest. Und jetzt wirst du sogar meine Trainerin sein und mich hart trainieren? Was? Habe ich hart gesagt? Also, so langsam bekomme ich richtig Lust, beim Sportfest abzuräumen. Ich danke dir schon jetzt, Lilith. Ich freue mich auch schon riesig darauf. Lassen Sie uns gemeinsam hart daran arbeiten. Jawohl! Junger Herr, die Technik dieses Wurfs besteht darin, den Ball nach oben zu werfen. Wieder nach oben werfen? Von unten nach oben und die Flugbahn ist so ähnlich wie bei einem Basketballwurf. Wow! Zielen Sie dabei immer über den Korb. Ich versuche es mal. Kräftig ziehen. Hau ruck. Den Oberkörper nach vorn und das Seil klemmt unter der Achsel. Kräftig ziehen. Kräftig ziehen. Die Knie durchgestreckt und die Taille tief halten. Kräftig ziehen und ziehen. Genau so wird es gemacht. Kräftig ziehen. Kräftig ziehen. Wow! Ja! Oh Mann. Bedenken Sie bitte, dass wir uns im Training befinden. Es gibt also keinen Grund für Sie, sich zu grämen. Der Zweck eines Trainings ist es, sich zu verbessern. Wenn Sie es von Anfang an könnten, dann bräuchten Sie kein Training. So ist es doch, oder? Aber ja, du hast vollkommen recht. Dann machen wir weiter und kommen nun zur letzten Trainingseinheit des Tages. Auf geht's! Und los! Den Rücken gerade halten, die Ellenbogen sind angewinkelt und die Hände zur Faust geballt. Oh, wie schnell! Das ist ein gutes Tempo, junger Herr! Ein gutes Tempo, sagt sie. Aber ich will noch mehr und sie am Ende des Tages beeindrucken. Ja! Ah! 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 Oh Mann, bin ich fertig. Ich kann nicht mal mehr den kleinen Finger rühren. Bist du das, Lilith? Komm ruhig rein. Junger Herr, ist alles in Ordnung? Ja, ich komme schon irgendwie klar. Um eventuellen Verspannungen vorzubeugen, empfehle ich Ihnen eine Massage. Ich hoffe, es ist angenehm so und nicht zu fest. Nein, das ist genau richtig. Du bist wirklich unglaublich. Mir war nicht klar, dass du auch massieren kannst. Und es fühlt sich sogar richtig gut an. Moment, ist das etwa auch ein Zauber? Das ist sehr verdächtig. Ich kenne mich eben aus und deshalb weiß ich, was sich für Sie gut anfühlt, junger Herr. Das ist total ungerecht. Sag mir gefälligst auch, was sich für dich gut anfühlt. Hä? Ihre persönliche Bestleistung, junger Herr. Herein. Oh, junge Herren, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, eigentlich brauche ich im Moment nichts. Aber könnte ich vielleicht ein Weilchen hierbleiben? Aber selbstverständlich. Nehmen Sie Platz. Danke, das ist sehr nett. Ist denn irgendwas Schlimmes passiert? Entschuldige bitte. Das war unangebracht. Es ist nichts weiter. Bitte lass dich nicht stören. Das glaube ich nicht. Ich finde, dass Sie irgendwie ziemlich bedrückt aussehen. Irgendetwas stimmt mit Ihnen nicht. Du hast mich wie immer durchschaut, meine liebe Fujisaki. Mutter und Vater werden morgen bedauerlicherweise nicht zum Sportfest erscheinen können. Was? Weil sie arbeiten müssen und sich leider nicht freinehmen können. Das weiß ich zwar, aber es ist trotzdem schade. Junge Herrin. Als Sie es mir gesagt haben, da habe ich es wie eine Erwachsene aufgenommen. Aber trotzdem, ob ich nun will oder nicht, bin ich immer noch ein Kind. Oh. Aber Fujisaki. Ich kann zwar kein ebenbürtiger Ersatz für Ihre Eltern sein.
Ich würde sie aber morgen gerne unterstützen und sie begleiten. Willst du damit sagen, dass du morgen mit zum Sportfest kommst? Ja, das werde ich. Sie können sich auf mich verlassen, junge Herrin. Aber, junge Herrin, da kann man nun mal nichts machen. Noch mehr! Noch mehr? Aber wie, was ist, junge Herrin? Noch mehr! Noch ein bisschen länger drücken. Aber was ist mit den Tränen? Ups. Oh. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Es ist noch viel zu früh. Ich bin vor dem Wecker aufgewacht. Heute ist der Tag der Wahrheit. Ich muss mich voll und ganz darauf konzentrieren. Da ist Lilith. Sie ist schon so früh wach. Ach, der junge Herr. Ich bin gespannt, ob ihm das, was ich koche, schmecken wird. Ich mach mich mal auf den Weg. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Ich werde später noch vorbeikommen und nach Ihnen sehen. Aber was haben Sie denn? Es ist überhaupt nichts. Obwohl... Zieh heute bitte etwas mit viel Bewegungsfreiheit an. Hä? Also dann, wir sehen uns später. Oh ja, natürlich. Viel Erfolg, mein Herr. Wir schwören, dass wir uns alle fair und respektvoll untereinander verhalten und so den Sportsgeist wahren. Das Motto ist nicht gegeneinander, sondern miteinander. Die nächste Sportart ist klassisches Tauziehen. Wir bitten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich in der Mitte des Feldes einzufinden. Ich habe mich bestmöglich vorbereitet. Jetzt ist es an der Zeit, die Früchte meines Trainings zu ernten. Yuri sieht gut aus. Ich glaube, er ist richtig gut vorbereitet. Ich werde es eher ruhig angehen lassen. Obwohl ich keine gute Sportlerin bin, mache ich dennoch sehr gerne mit. Hey, Mauerblümchen. Ich hoffe nicht, dass wir wegen dir verlieren. Wie bitte? Soll ich das mal zu euch sagen? Das knistert ja richtig zwischen denen. Yuri ist hochmotiviert. Das spürt man regelrecht. Ein junger Herr! Sie müssen unbedingt alles geben! Oh. Oh. Das ist also der Grund. Er ist in diesem Jahr so enthusiastisch dabei, weil er die volle Unterstützung seines Dienstmädchens genießt. Wenn Sie sich anstrengen, dann habe ich eine schöne Belohnung für Sie. Oh, wie Belohnung? Das ist verdächtig. Das ist doch nicht etwa... Mein junger Herr, das haben Sie hervorragend gemacht. Deshalb bin ich jetzt Ihre Belohnung. Oh, natürlich, das meinte sie damit. Aber das geht doch nicht. Yuri und sein süßes Dienstmädchen sind doch Herr und Dienerin. Er ist doch fast noch ein Kind und sie eine Erwachsene. Moment, genau deshalb muss ich ihm umso mehr die Daumen drücken. Ich werde sein Dienstmädchen davon überzeugen, wie sehr sich Yuri wirklich anstrengt. Und mit dieser Strategie werde ich ihn dann ganz sicher zum wohlverdienten Sieg führen. Lass uns den Sieg einfahren. Hey, was? Ich glaube, du hast Nasenbluten. Egal, kümmere dich nicht darum. Lass uns als Team zusammenarbeiten und gemeinsam unser Bestes geben. Oh. Ja. Alles für seine Belohnung. Au, au, für die au, Liebe. Hoch, weißes Team, haltet durch. Ja, Team Rot, gebt euer Bestes. Wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Geben wir unser Bestes. Jetzt bekommst du bestimmt deine Belohnung, habe ich recht? Was meinst du mit Belohnung? Ich meine die von deinem Dienstmädchen. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Und zu sehen, wie sich mein Dienstmädchen Lilith darüber freut, das ist dann die Krönung des Ganzen für mich. Oh, junger
war wirklich eine hervorragende Leistung. Zu sehen, wie ihr Team Rot gewinnt. Einfach unglaublich. Danke. Aber junge Herrin. Dieses gleißende Licht, das halten meine Augen nicht aus. Es reicht, junge Herrin. The maid I hired recently is mysterious. Findest du das in Ordnung? Zuerst warst du am Tag der offenen Tür da und jetzt hier beim Sportfest, wo sich so viele Leute versammeln? Ich finde das vollkommen in Ordnung. Das war nämlich der Wunsch meines jungen Herrn. Tolle Leistungen bisher. Und das war nur der Vormittag. Ja, großartige Leistungen. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass wir euch hier so einfach bei eurem Mittagessen stören. Aber ihr stört uns doch nicht im Geringsten. Je mehr wir sind, desto besser wird es uns allen schmecken. Ich würde mal sagen, Lilith hat das Prinzip verstanden. Zögern Sie beide bitte nicht und greifen Sie zu. Am Nachmittag brauchen wir auch gute Leistung. Sie haben recht. Euch allen einen guten Appetit. Das sieht wirklich ausgesprochen lecker aus. Wie ich gerade sagte, Fräulein Gojuin, bedienen Sie sich einfach. Oh, darf ich wirklich? Es ist mir ein Vergnügen. Also, dann greife ich mal zu. Das ist hier richtig gut. Sie kann also auch noch gut kochen. Was für ein fantastisches Dienstmädchen du hast. Stimmt irgendetwas nicht, mein junger Herr? Habe ich dir etwa Umstände bereitet? Du warst schon beim Tag der offenen Tür und jetzt beim Sportfest anwesend. Dazu kommt noch, dass du in aller Früh gekocht hast. Aber nicht doch, mein junger Herr. Im Gegenteil. Ich genieße es. Sag mal, bist du eigentlich gut im Laufen? Wie jetzt? Eltern und Erziehungsberechtigte, die am Hindernislauf teilnehmen, bitten wir, sich zum Startpunkt zu begeben. Habe ich richtig gehört? Ein Hindernislauf? Hallo Mama, ich drück dir die Daumen! Meine Mama war in der Leichtathletik-AG, als sie noch zur Schule ging. Mein Papa ist auch toll. Er läuft regelmäßig. Streng dich an, Bruder Herz. Wir heißen alle Familienmitglieder zum Wettbewerb herzlich willkommen. Ich hatte da noch eine Bitte an dich, Lilith. Ich bin wirklich froh, dass sich mein junger Herr jetzt mal auf mich verlassen muss. Aber ich glaube, irgendetwas läuft hier nicht ganz richtig. Denn was bin ich eigentlich für ihn? So, liebe Gruppe A, sind alle bereit? Auf die Plätze! Fertig! Los! Aber nein, ich bin nicht mehr und nicht weniger als eine Angestellte. Meine Aufgabe ist es, meinem jungen Herrn dabei zu helfen, gesund aufzuwachsen. Das ist alles. Und mehr nicht. Halte durch, Lilith! Gib dein Bestes! Das soll alles sein, mehr nicht? Mir auch was Bequemeres anziehen sollen. Obwohl, zieh heute bitte was mit viel Bewegungsfreiheit an. Deshalb wollte der junge Herr, dass ich etwas Bequemes anziehe. Du bist großartig! Du warst die Erste! Du bist wirklich eine fantastische Läuferin! Aber du freust dich ja gar nicht. Doch, tue ich. Ich habe mein Bestes gegeben. Nur für Sie, mein junger Herr. Das ist kein Scherz. Was? Dein Dienstmädchen hat den ersten Platz gemacht? Seit wann gelten Dienstmädchen denn eigentlich als Erziehungsberechtigte? Hä? Das ist total unfair und unsportlich. Das ist nicht unfair. Denn mein Dienstmädchen Lilith ist Teil meiner über alles geliebten Familie. Klar? Wenn das so ist, los, gehen wir.
Also, mein Herr, haben Sie vielen Dank. Ich bin nur ein einfaches Dienstmädchen, aber trotzdem zählen Sie mich zu Ihrer geliebten Familie. Du bist süß, du kannst kochen, du kümmerst dich um alles und du bist verdächtig. Du bist also weitaus mehr als ein einfaches Dienstmädchen. Auch vorhin hast du wieder mehr als alle anderen gestrahlt. Wenn du glücklich bist, dann bin ich es auch. Wenn ich dich so sehe, dann habe ich Schmetterlinge im Bauch. Weil du nun mal zur Familie gehörst, oder nicht? Ich glaube wirklich, dass das nicht mehr normal ist. Warte! Kontrollierst du etwa gerade einfach meine Gedanken, damit ich mich so fühle? Verdächtig! Das ist äußerst verdächtig! Oh, dieser wundervolle Chinakohl ist ja gar nicht teuer. Ich denke, ich werde heute Hühnchen mit Sahne und Chinakohl machen. Mama, ich will heute unbedingt was mit Möhren essen. Wirklich? Papa hat nämlich versprochen, dass er mich Huckepack nimmt, wenn ich nächstes Mal alle Möhren aufesse. Ach so? Dann kann ich wohl nicht Nein sagen. Denn Lilith ist meine über alles geliebte Familie. Oh? Es regnet. Da fällt mir ein, Lilith ist doch vorhin einkaufen gegangen, oder? Ich bin wieder zu Hause. Ich wurde vom Gewitter überrascht. Jetzt bin ich ganz nass. Du brauchst ein Handtuch. Ich werde dir sofort eins holen. Das ist lieb. Vielen Dank. Nimm am besten sofort ein Bad, sonst erkältest du dich. Mein junger Herr, wollen Sie nicht vielleicht mit mir in die Wanne steigen? Vergiss es! Sowas macht man erst, wenn man verheiratet ist! Oh Mann, du bist so ungeduldig. Mein junger Herr, möchten Sie etwas Tee haben? Ja, gerne. Vielen Dank. Hier, bitte. Der ist salzig. Oh Mann, was soll das? Das war Salz. Was? Ich bin untröstlich. Ich werde sofort neuen Tee machen. Was ist nur mit Lilith los? So einen Fehler hat sie noch nie gemacht. Irgendwas stimmt da nicht. Oh! Hey, geht's dir gut? Was machst du? Was ist mit dir los? Junge Herr, wie bitte? Stimmt etwas nicht? Oh! Du blutest aus der Nase! Ich bitte vielmals um Verzeihung. Bitte machen Sie sich um mich keine Sorgen. Oh, fast vergessen. Ich muss ja noch die Wäsche holen. Sie verhält sich wie immer verdächtig. Aber heute ist sie irgendwie... Lilith! Oh, wusste ich's doch. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Es ist nur ein kleiner Schwindelanfall. Oh. Du glühst ja! Heute ist es wirklich warm draußen, nicht wahr? Vielleicht würde es helfen, wenn ich mich etwas leichter bekleide. Nur ein Scherz. Es ist dein Körper, der heiß ist, du Dummkopf! Du hast heute frei! Ab in dein Zimmer! Ruh dich aus! Hast du verstanden? Jawohl. Ob sie es wirklich verstanden hat? Oh, gib her! Dachte ich's mir, du hast Fieber. Sie hat eine Erkältung. Was macht man in so einer Situation? Soll ich ihre Stirn mit etwas Kaltem kühlen und ihr etwas Warmes zu essen geben? Nein, sie braucht zuerst Medizin. Gibt es in diesem Haus irgendwelche Medikamente? Oder sollte ich besser einen Arzt anrufen? Junger Herr, Sie sollten sich nicht so auffällig im Zimmer einer Dame umsehen, junger Herr. Das gehört sich nicht. Das tue ich gar nicht! Ich wurde unruhig, weil hier im Zimmer alles so gut nach dir riecht! Moment mal, gibt es hier irgendwas, das ich nicht sehen darf? Ach, ist ja auch egal jetzt, du solltest schlafen! Nein, Sie machen sich zu viele Sorgen, junger Herr. Diese kleine Erkältung macht mir nichts aus. Es gibt noch so viel zu erledigen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um mich auszuruhen.
Wovon redest du da? Ich kann doch sehen, wie du schwankst. Geh ins Bett. Ich werde gleich einen Arzt rufen, aber für heute solltest... Mir geht es gut. Aber Lilith... Ich bin doch immerhin ihr Dienstmädchen. Meine Aufgabe ist es, für sie zu sorgen und nicht umgekehrt. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann werde ich auch nicht länger an ihrer Seite sein können, mein junger Herr. Also, wie schon gesagt, es geht mir gut. Bitte lassen Sie mich arbeiten. Nein, auf keinen Fall. Aber... Es ist alles gut. Bitte mach dir keine Sorgen. Ich werde dich ganz sicher nicht so einfach gehen lassen. Du machst echt aus einer Mücke einen Elefanten, Lilith. Bis es dir besser geht, wirst du dich ausruhen. Ja. Geht es dir heute wieder besser? Ja, das verdanke ich Ihnen. Tut mir leid, dass ich Ihnen gestern Abend Umstände bereitet habe. Schon gut. Ich fühle mich auch nicht so wirklich wohl, wenn du nicht vollkommen fit bist. Junger Herr... Obwohl ich durchaus überrascht war, dich so zu sehen. Nanu, dein Gesicht ist auf einmal wieder so rot. Kann es sein, dass du immer noch Fieber hast? Keineswegs. Ich warne dich, wehe, du übernimmst dich wieder. Alles gut. Hey, warum siehst du mich nicht an? Soll ich der Arzt vielleicht doch mal untersuchen? Warum rennst du weg? Hey, Lilith! The maid I hired recently is mysterious. Ich muss unbedingt die Zeit aufholen, die ich gestern mit Erholen verschwendet habe. Junger Herr, was machen Sie denn da? Das siehst du doch. Ich putze die Fenster, weil ich dir helfen wollte. Was? Das müssen Sie nicht. Als nächstes fegst du immer, oder? Wo soll ich anfangen? Also, ich weiß das sehr zu schätzen, aber die Hausarbeit ist meine Aufgabe. Bitte ruhen Sie sich aus, junger Herr. Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. Ich werde mich um jedes Ihrer Bedürfnisse persönlich kümmern. Ja. Wenn wir es gemeinsam machen, geht's aber schneller. Ja, da haben Sie natürlich recht, aber... Um diese Zeit sitze ich für gewöhnlich sowieso nur herum. Ich will eben nicht, dass du alleine arbeitest, nachdem du krank gewesen bist. Junger Herr... Und naja, außerdem ist es mir wichtig, so viel Zeit mit dir zu verbringen, wie nur irgendwie möglich. Wenn möglich, möchte ich jede Sekunde mit dir verbringen, die ich kann. Ist das schlimm? Nein. Jetzt nur noch den Eingangsbereich, oder? Ja. Nach dem Fegen bereite ich üblicherweise immer das Abendessen vor. Gut. Ich helfe dir heute dabei. Ist alles in Ordnung? Haben Sie sich etwa angesteckt? Nein. Mir ist nur ein bisschen kalt. Oh. Warten Sie hier bitte einen Moment. Oh. Wie ist das? Ist Ihnen jetzt immer noch kalt? Nein. Wenn ich so drüber nachdenke, wieso ist ihr eigentlich nicht kalt? Wie sie sich kleidet, finde ich immer extrem verdächtig. Verrat mir mal eins, warum kleidest du dich eigentlich immer so freizügig? Hat das vielleicht einen tieferen Sinn? Merkwürdig, dabei ist das doch ganz klar. Junger Herr, nur so können Sie etwas über weibliche Reize lernen. Was machen Sie da? Wusste ich's doch, du hast ganz kalte Hände. Du musst auf dich aufpassen, verstanden? Was sollen wir tun, wenn du dich wieder erkältest? Immerhin bist du ein wertvolles Mitglied meiner Familie, klar? Haben Sie vielen Dank, junger Herr. Vielleicht ist eine Erkältung ja gar nicht mal so schlimm. Hm? Hast du was gesagt? Was? Oh, hab ich nicht. Nein. Sie hören wohl schon Gespenster. Na los, putzen wir weiter. Los. Was? Du verhältst dich verdächtig, Lilith! Ich verstehe. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ich denke, so können wir es rechtzeitig schaffen. Also gut. Ich vertraue dir, Lilith. Ich werde ein Weiser werden. Sie können sich auf mich verlassen. Ich werde Ihr grandioses Kostüm noch vor der Halloween-Party fertigstellen.
Gut. Ich werde mich richtig schick machen. Dagegen wird Gojo-in sicher alt aussehen. Ich war überrascht, dass Fräulein Gojo-in sie zu einer Party eingeladen hat. Sie sind sich in letzter Zeit wohl sehr nahe gekommen, nicht wahr? Was? Findest du wirklich? Ja. Ich finde, sie ist eine fantastische Freundin. Oh. Ich finde dich wirklich großartig. Lilith, du kannst gut kochen, putzen und sogar ganz toll nähen. Sie übertreiben. In dem Anwesen, in dem ich vorher war, habe ich das oft... Dachte ich's mir. Man hat sich also überall auf dich als Dienstmädchen verlassen können, was? Da fällt mir ein, wissen Sie, welche Farbe Sie für den Stein an der Spitze Ihres Stabes möchten? Am besten würden sich wohl Rot oder Blau dafür anbieten. Was meinen Sie? Tja, mal überlegen. Ah, ich hab's. Es sollte eine Farbe sein, die dir gefällt. Oh, gut, in Ordnung. Und? Was ist mit dir, Lilith? Gojo-in hat dich auch eingeladen. Du kommst also auch zur Halloween-Party. Und das heißt, du wirst dich natürlich auch verkleiden. Hä? Wie? Willst du etwa nicht? So ist das nicht. Aber, junger Herr, wünschen Sie sich womöglich so sehr, mich verkleidet zu sehen? Ist es so? Ja, so ist es. Das will ich gern sehen. Du wärst bestimmt süß und jedes Kostüm, das du trägst, steht dir sicher gut. Ich will unbedingt gemeinsam mit dir Halloween-Erinnerungen sammeln. Mein junger Herr. Gut, das machen wir. Und ich werde mich natürlich auch so verkleiden, wie Sie es wünschen. Juhu! Als was gehst du? Vielleicht als Hexe? Obwohl du schon genug von einer Hexe hast. Mal sehen. Süßes, sonst nicht Saures! Zeit. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Eure Kostüme sind so wundervoll. Ich bin ein weiser Mann. Und ich ein Drache. Ein böser Drache, der einst versucht hatte, das Menschenreich zu zerstören, wurde durch die Liebe des sanften Weisen geweckt und gelobte fortan, ihn mit seinem Leben zu schützen. Das ist die Hintergrundgeschichte dazu, nicht wahr? Egal, was andere sagen, ich finde, ihr seht toll aus. Junge Herren, Sie bringen Ihre Gäste in Verlegenheit. Dafür, dass ihr zwei heute hierher gekommen seid, möchte ich mich bei euch bedanken. Auf meiner Party würde ich euch gerne mit allem, was ich zu bieten habe, bewirten. Bitte genießt daher euren Aufenthalt in vollen Zügen. Also dann, Happy Halloween! Oha, lauter Süßigkeiten, die ich noch nie gesehen habe. Ihr müsst wissen, mein Konditor hat für euch beide zum heutigen Anlass dieser Feier ganz besondere Geschütze aufgefahren. Oh, dann greife ich mal zu. Das schmeckt gut. Das zergeht einem regelrecht auf der Zunge. Was ist das? Das sind Polvorones. Ah, diese Eiercremetörtchen schmecken auch ganz vorzüglich. Wie glücklich sie aussehen. Es hat sich also gelohnt, diese Party zu planen. Gojo-in, danke, dass du uns heute eingeladen hast. Ich habe mich noch nie verkleidet oder war auf einer Halloween-Party. Aber es macht mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Nicht der Rede wert. Und danke auch dir, Lilith. Du hast immerhin für heute extra mein Kostüm genäht. Das ist ja wirklich beeindruckend. Das Kostüm hast du selbst gemacht, Lilith? Das ist zu viel des Lobes. Ach, stimmt ja. Du hast den Stein für meinen Stab grün gemacht, nicht wahr? Ich hatte gesagt, du sollst eine Farbe wählen, die dir gefällt. Heißt das, du magst grün? Das überrascht mich. Ja. Grün ist eine sanfte und freundliche Farbe. Darum ist sie auch meine Lieblingsfarbe. Ich sitze in der ersten Reihe. Ich brauche Popcorn. Sie ist so aufgeregt. Es muss ihr wirklich Spaß machen. Ich werde mich nicht verkleiden, auf keinen Fall. Weiser, Drache und Held. Es fehlt also nur noch... Hä? Hey, los, 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 los. Wieso? Ist das eine Art von Folter? Oh mein Gott, wie süß! Oha, wie hübsch! Du siehst wirklich wunderschön aus. Sich an Halloween als Prinzessin zu verkleiden, ist doch seltsam. Oh nein, das ist überhaupt nicht seltsam. Es ist einfach großartig. Und genau aus diesem Grund bist du auch mein Butler. Ich hätte nicht damit gerechnet, Fujisaki mal so zu sehen. Stimmt, sie wirkt auch ganz anders als sonst. Aber es steht dir wirklich gut. Ach Mann, dann machen Sie doch, was Sie wollen. Oh
machen wir alle zusammen Fotos. Ich bitte Sie, alles, nur das nicht! Das hat Spaß gemacht. Wie schön, das freut mich sehr. Das liegt überwiegend daran, dass du heute bei uns mitgemacht hast, Fujisaki. Entschuldige, ich habe dir sicher Unbehagen bereitet. Nein, nicht doch, ganz und gar nicht. Ach ja, ich rechne dir das wirklich hoch an. Du erträgst meinen Egoismus mit Anstand und Würde. Junge Herren. Und deshalb danke ich dir umso mehr. Oh. Auch ich muss. Welche Kostüme werden wir nächstes Jahr tragen? Junge Herren. Hey, Yuri, warte auf mich! Gojoin! Zum Glück habe ich es noch geschafft. Was denn? Hier, bitte, das ist für dich, Yuri. Oh. Wow, danke. Aber hatte dein Butler nicht gesagt, dass du keine Fotos machen sollst? So eine Fotogelegenheit würde ich mir nicht entgehen lassen, niemals. Ach so, verstehe. Ja, übrigens, mir ist aufgefallen, dass Lilith dich heute gar nicht abgeholt hat. Wie? Oh, vermutlich wird sie alle Hände voll zu tun haben. Wenn ich nach Hause komme, muss ich auch helfen. Wie? Du musst mithelfen? Bei mir zu Hause gibt es nur Lilith und mich. Deswegen will ich alles tun, was ich kann. Aha! Euch beide verbindet wirklich ein inniges Band, das so schnell keiner zertrennt. Oh nein, ich bin spät dran. Ich muss mich beeilen, bevor der junge Herr nach Hause kommt. Hallo, Post für Sie. Ja! Ein Band also. Stimmt, ich habe viele schöne Erinnerungen mit ihr. Und ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag eine andere Seite von ihr zu sehen bekomme. Und... Herzlich willkommen zu Hause, junger Herr. Ich bin nicht allein, wenn ich nach Hause komme. Das macht mich glücklich. Ich habe das Gefühl, dass sie in letzter Zeit auch nicht mehr so verdächtig ist. Ich kann es kaum erwarten, Lilith zu sehen. Ich bin wieder da! Herzlich willkommen zu Hause, junger Herr. Verdächtig. Sie hat doch etwas vor mir versteckt, oder? Was war das? Ich nehme alles zurück. Sie ist doch verdächtig. Bedrückt sie irgendetwas? Warum starren sie mich so an? Oder kann es sein, dass sie mich vielleicht so sehr vermisst haben, während sie in der Schule waren? Nein, nie im Leben! Halt, ich meine, ja, doch, ich habe den ganzen Tag im Unterricht an dich gedacht und so. Genau, ich konnte mich in der Schule kein bisschen aufs Lernen konzentrieren, weil ich mich gefragt habe, was du wohl so machst. Das ist nicht gut. Konzentrieren Sie sich aufs Lernen. Ist doch egal, darum geht's jetzt gar nicht. Was versteckst du hinter deinem Rücken? Ich hab's genau gesehen. Leugnen ist zwecklos. Ich werde es Ihnen später genau erklären. Wie dem auch sei, junger Herr, bitte waschen Sie sich Ihre Hände. Ich werde das Abendessen vorbereiten. Oh. Verdächtig. Warum wollte sie es mir nicht jetzt sagen? Und warum sah sie so traurig aus? Es schmeckt nicht so gut wie sonst. Und Lilith sagt kein Wort. Was hat sie zu verbergen? Ich bin so neugierig, dass ich nichts essen kann. Junger Herr, es ist schon einige Zeit vergangen, seit Sie zum ersten Mal mein Essen gegessen haben, als ich in dieses Anwesen kam. Erinnern Sie sich noch daran? Der Blick, als Sie das Essen vorsichtig in den Mund nahm. Und Ihr glücklicher Blick, nachdem Sie es probiert hatten. Als ich dieses Gesicht sah, wusste ich... Ja, ich bin froh, in dieses Anwesen geraten zu sein. Daran denke ich auch heute noch sehr oft. Aber Lilith... Heute ist der letzte Tag, an dem ich mit Ihnen reden kann, junger Herr. Man hat mich kontaktiert. Ich soll an den Ort zurückkehren, an dem ich war, bevor ich hierher kam. Es tut mir schrecklich leid. War das dieser Brief, den sie versteckt hat? Ich hatte gehofft, ich hätte etwas mehr Zeit, bevor ich gefunden werde.
Warst du etwa die ganze Zeit über hier, ohne dass jemand davon gewusst hat? Ja. Darum... Nein, kommt nicht in Frage! Das lasse ich auf keinen Fall zu! Denn schließlich hast du immer noch nicht den Bann gebrochen, der mein Herz rasen lässt oder mich einsam macht. Ich weiß noch so gut wie nichts über dich. Du bist immer noch verdächtig. Ich kann dich nirgendwo anders hingehen lassen. Du hast es mir versprochen, dass du nirgendwo hingehst, bis ich herausgefunden habe, wer du bist. Naja, und außerdem hast du mir gezeigt, dass ich nicht allein auf dieser Welt bin. Und dass es eine Menge gibt, auf das ich mich freuen kann. Ich bin nur deshalb glücklich, weil du an meiner Seite bist. Ich bin dein Meister, Lilith! Oh. Vielen lieben Dank, junger Herr. Sicher, dass du ihn wegwerfen kannst? Ja, denn ich bin ja immerhin ihr Dienstmädchen. Nicht wahr, junger Herr? Oh. Genau! Junger Herr! Ich bin so glücklich. Ich auch. Guten Morgen, liebe Schüler. Also neulich haben wir ja über Diagramme gesprochen. Haben alle eins für ihren Tag erstellen können? Ja! Hier, sehen Sie sich mein Tagesdiagramm an. Ah, natürlich. Dank der Farben ist es leichter zu verstehen. Und wie finden Sie mein Diagramm? Ah, sehr schön. Das hast du wirklich gut gemacht. Hey, Juri. Bist du mit deinen Gedanken immer noch im Unterricht von heute? Im Unterricht? Nein, ich bin ganz woanders. Ich denke an mein Dienstmädchen. Ich bekomme sie den ganzen Tag schon nicht mehr aus dem Kopf. Und als ich es gemerkt habe, kam ich ins Grübeln. Das klingt aber interessant. Erzähl mir ruhig noch mehr darüber, was in dir vorgeht. Vielleicht habe ich ja ein paar gute Ideen, um dein Problem für dich elegant zu lösen. Ja, meinst du? Mhm. Okay, dann fange ich mal an. Als Lilith in die Villa kam, habe ich ihr von Anfang an misstraut. Und sie geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich muss sie immerzu ansehen. Und mein Herz rast jedes Mal, wenn ich nur an sie denke. Mir schnürt es jedes Mal total die Brust zu und ich werde hippelig und kann mich nicht... Ich weiß einfach nicht mehr... Ja, du blutest, brauchst du Hilfe? Ach, kümmere dich nicht darum, das passiert mir ständig. Ständig? Dann nimm es nicht auf die leichte Schulter. Wenn du dein Dienstmädchen beschreiben müsstest, welche Eigenschaften fallen dir zu ihr ein? Ich finde sie überaus verdächtig. Verdächtig? Eines Tages ist sie bei uns aufgetaucht und fing an, umsonst zu arbeiten. Ihre violetten, funkelnden Augen sind wunderschön. Und wie hart sie arbeitet, ist einfach atemberaubend. Allein ihre Anwesenheit macht mich schon glücklich. An Lilith ist einfach alles höchst verdächtig. Was hast du auf einmal? Siehst du das nicht? Das ist alles andere als verdächtig. Das ist definitiv nicht weniger als Liebe. Ja, aber... Die Gerichte, die Lilith zubereitet, sind sowas von lecker. Und dann kommt noch dazu, dass sie extrem gut riecht. Das ist doch super verdächtig. Oh Mann, das ist ja noch viel intensiver als in meinen Büchern. Ich danke dir für dieses einzigartige und wunderschöne Erlebnis. Jetzt im Ernst, worüber zerbrichst du dir in Wirklichkeit den Kopf? Immer wenn Lilith lächelt, dann macht mich das glücklich. Und wenn Lilith irgendwie bedrückt aussieht, dann macht mich das auch traurig. Und wenn Lilith mal mit jemand anderem spricht, dann fällt es mir schwer, die Beherrschung zu behalten. Sie ist mein Dienstmädchen und verhält sich so verdächtig. Und doch ist es so, als würde mein Herz nicht mehr mir gehören. Ich verstehe das einfach nicht. Obwohl sie so verdächtig ist, will ich jede Minute meiner Zeit bei ihr sein. Ich bin tatsächlich total verwirrt. Seit der ersten Begegnung verliere ich unaufhörlich den Verstand. Vielleicht bin ich ja auch... Ja, vielleicht bin ich ja auch... psychisch krank.
krank oder sowas. Hä? Immer wenn ich sie gefragt habe, hat sie nie direkt geantwortet. Ich könnte ernsthaft krank sein, auch wenn sie es mir nicht sagen will. Glaubst du nicht vielmehr, dass sie dir so etwas sagen würde wegen eurer Beziehung? Was meinst du mit Beziehung? Oh, wie jetzt? Machst du Witze? Hast du das etwa die ganze Zeit nicht gemerkt? Ich hab gedacht, das wäre ein detaillierter Bericht über dein Liebesleben. Mein was? Oh? Vergiss es schon gut. Na jedenfalls bin ich schon seit Tagen vollkommen durch den Wind. Ich komme damit einfach nicht mehr klar. Kann man eine so schwere geistige Verwirrung denn überhaupt heilen? Mein Herz tut auch jetzt weh, nur weil sie mir durch den Kopf schießt. Hörst du mir überhaupt noch zu? Weißt du was? Du interpretierst deine Gefühle falsch. Du fühlst nicht so wegen einer Krankheit. Ja, ich habe in meinem Buch darüber gelesen. Es ist schmerzhafter als jede bekannte Krankheit. Es verursacht bei dir, dass du dich um jemanden sorgst. Das nennt man Liebe. Liebe? Liebe. Aber was ist Liebe genau? Ich bin wieder da. Sie sind heute spät, junger Herr. Schön, Sie zu sehen. Wissen Sie, junger Herr? Weil Sie normalerweise eigentlich früher nach Hause kommen, habe ich mich den ganzen Tag so einsam gefühlt. Nein, war nur Spaß. Oh, was ist denn nur? Ich dachte, wir wären uns in letzter Zeit näher gekommen. Neuer Versuch. Draußen wird es von Tag zu Tag immer kälter. Da frieren Sie doch ganz bestimmt, oder, junger Herr? Vielleicht könnte ich Ihnen behilflich sein, sich wieder aufzuwärmen. Wie wäre es mit meiner nackten Haut? Sonst würde er... Also so, wie du mich begrüßt, kann ich überhaupt nicht frieren. Oder ganz im Gegenteil, da wird mir gleich ganz warm ums Herz. Irgendwie so etwas in der Richtung sagen. So ruhig kenne ich ihn überhaupt nicht. Es gab schon Momente, in denen er mir gegenüber nicht misstrauisch war. Aber warum kann er mich etwa nicht mehr leiden? Nein, für solche Gedanken ist es noch zu früh. Vielleicht hat er mich nur nicht gehört. Das muss es sein. Ich versuche es noch einmal. Junger Herr! Soll ich Ihnen etwas zu essen machen? Oder wollen Sie vielleicht baden? Das mache ich gern. Oder wollen Sie lieber mich haben? Für sich allein? Da bin ich wohl zu weit gegangen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Das habe ich so nicht gemeint. Das war natürlich nur ein Scherz von mir. Da stimmt doch etwas nicht. Junger Herr! Fühlen Sie sich etwa nicht gut? Gibt es irgendetwas, das ich tun kann? Haben Sie sich verletzt oder vielleicht Fieber? Nein, bei mir ist alles in Ordnung. Aber was ist mit dir los? Naja, sie reagieren gar nicht auf meine Angebote. Ach, herrje, wie klingt das denn? Das klingt ja so, als wäre ich ein nicht zu bändigendes, liebes, tolles Dienstmädchen. Tja, sie machen auf mich den Eindruck, als ob ihnen etwas fehlen würde. Nein, ich war nur ziemlich in Gedanken versunken. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Nicht doch. Ich sollte mich entschuldigen. Tut mir leid, dass ich so voreilige Schlüsse gezogen habe. Darf ich fragen, worüber Sie in Gedanken versunken waren? Über dir, Lee. Lee? Hm? Das kann ich dir noch nicht sagen. Du weißt wirklich nicht, was Liebe ist? Ich habe in der Bibliothek ein paar Bücher zu dem Thema durchforstet. Aber ich habe nichts gefunden, was die Gefühle von mir zu Lilith erklären würde. Wie wär's denn, wenn wir zwei nach der Schule zu mir gehen? Da können wir weiterreden. Und dann zeige ich dir, was Liebe ist. Es freut mich, dich als meinen Gast zu begrüßen, Yuri. Vielen Dank, es freut mich auch. Bitte reicht uns den Tee auf der Terrasse im Garten. Sehr wohl. Hallo Mutter, das ist mein Freund aus der Schule. Hallo, sei herzlich willkommen. Fühl dich bitte ganz wie zu Hause. Danke sehr.
Ich mag diese Art von Atmosphäre überhaupt nicht. Es erinnert mich an die Zeit von früher. Da. Hm? Hier für dich. Lilith meinte, ich sollte dir was mitbringen. Financiers, da freue ich mich aber sehr. Das ist zufälligerweise mein Lieblingsgebäck. Ich glaube, dein Dienstmädchen ist die allerbeste. Oh. Ja! Was hältst du davon, wenn wir sie ganz einfach zusammen essen? Lass es dir schmecken. Köstlich! Ja, Lilith backt die immer selbst. Das gibt's ja nicht. Dein Dienstmädchen ist obendrein noch eine begnadete Bäckerin? Ja, das stimmt, ja. Und nicht nur das. Sie kocht auch wunderbar. Sag mal, Yuri, wo wir gerade dabei sind, konnte dein Dienstmädchen nicht kommen? Ich bin davon ausgegangen, dass ihr beide kommen würdet. Sie hat mich auf dem Weg zu dir noch begleitet, aber dann habe ich sie wieder nach Hause geschickt. Wir können sie ja trotzdem noch darum bitten, dass sie kommt. Ich beauftrage jemanden, der sie holt. Na ja, nein. Wahrscheinlich würde sie mein Anwesen dann verlassen und lieber hier für dich und deine Familie arbeiten. Oh. Eine nette Familie. Viele Diener. Ein wunderschönes, großes Herrenhaus. So viel von dem, was ich verloren habe, gibt es hier. Sie würde viel mehr verdienen, wenn sie hier für deine Familie arbeiten würde. Ich bin davon überzeugt, dass sie hier viel glücklicher werden könnte als bei mir zu Hause. Ja, aber Yuri... Es geht nicht mal um die Liebe. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich, der gar nichts hat, sie glücklich machen könnte. Also weißt du, ich schätze dein Dienstmädchen eigentlich nicht so ein. Du... Glaub mir, Yuri, wenn es um so etwas geht, liege ich in den meisten Fällen richtig. Und ich finde, sie sah sehr glücklich aus. Glaubst du das etwa im Ernst? Ja. Aber ja, stimmt. Jetzt verstehe ich. Was ist denn? Ach, nichts, schon gut. Aber eigentlich haben wir uns doch hier bei mir verabredet, damit wir uns über Liebe unterhalten, oder? Ja? Und weißt du was? Ich habe mir überlegt, dass du als erstes mit meiner Sammlung von Liebesromanen anfangen sollst. Bitte verzeihen Sie. Keine Bücher hier im Garten. Sie wissen, dass Ihrem Vater das missfällt. Nein! Es geht doch auch ganz schnell! Ich will sie mir doch nur kurz ausleihen! Bitte, Fujisaki! Tja, am Ende habe ich dann doch nicht herausgefunden, was Liebe ist. Ich bin zu Hause. Schön, dass Sie da sind. Junger Herr. Aber junger Herr, was ist? Und ich finde, sie sah sehr glücklich aus. Oh. Es geht mir gut. In Kürze findet der Kunstwettbewerb statt. Es wäre schön, wenn alle von euch etwas zeichnen und es einreichen würden. Was sollen wir denn zeichnen? Alles, was ihr wollt. Der Schwerpunkt des Wettbewerbs liegt auf den Details. Ihr müsst euer Modell dafür überall anschauen. Nur auf diese Weise erkennt ihr die wahre Natur eures Modells. Die wahre Natur? Das ist es! Sie wollen, dass ich für Sie Modell stehe? Mhm. Indem ich Lilith zeichne, entlarve ich ihre wahre Natur. Es handelt sich um eine Hausaufgabe. Darf ich dich zeichnen? Ja, natürlich. Und obendrein könnte ich noch etwas über die Liebe lernen. Sehen Sie mich ganz genau an und zeichnen Sie jedes meiner Körperteile. War nur ein Scherz. Dann zeig mal her! Wie? Na, dann wollen wir mal... Also, du hast zwei Muttermale unter deinen Augen und eins auf der Brust. Ich verstehe. Was ist denn? Ach, nichts. Wie soll ich dich zeichnen, wenn du dein Gesicht verdeckst? Du wolltest doch eben noch, dass ich dich ganz genau ansehe. Ich weiß, was fehlt. Eine Pose. Es würde doch ein viel besseres Bild ergeben, wenn sie mich in einer Pose zeichnen würden. Ja, finde ich auch. Was ist mit der Kleidung?
Wenn Sie mich zeichnen wollen, sollte ich lieber entsprechend angezogen sein. Ja, da ist was dran. Wie wollen Sie denn, dass ich für Sie posiere? Ich bin allen Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen. Gefällt Ihnen diese Pose? Oder diese vielleicht? Keine von denen. Oh. Ich will dich zeichnen, wie du wahrhaft bist. So wie ich bin? Meinen Sie damit etwa? Mhm. So wie ich natürlich bin. Ach, das meinen Sie mit, wie ich wahrhaft bin? Ja, genauso wie du vor mir sitzt, ist das die Lilith, die ich immer sehe. Ich glaube, so wie Sie mich immer wahrnehmen oder aber auch wie Sie von mir denken, ist nicht unbedingt mein wahres Ich. Ich würde für Sie wahrscheinlich anders aussehen, wenn Sie zum Beispiel blind wären. Ja, ist das wirklich so? Das ist verdächtig. Macht nichts, denn völlig egal, wie du aussiehst, ich würde dich unter allen finden. Denn du bist nur du. Oh. Und außerdem gibt es niemanden, der so verdächtig ist wie du. Ich denke, ich bin fertig. Darf ich es bitte sehen? Oh, Sie sind wirklich gut. Ich wusste gar nichts von Ihrer künstlerischen Begabung. Oh, was haben Sie, junger Herr? Auf keinen Fall. Dieses Bild wird dir nicht gerecht. Wie? Aber Sie haben mich doch sehr hübsch gezeichnet. Nein, auf keinen Fall. In Wirklichkeit bist du noch viel sinnlicher. So siehst du nicht aus. Ich habe es nicht geschafft, dich so abzubilden, wie du aussiehst. Aber, junger Herr... Nicht bewegen, Lilith. Wir machen es nochmal. So lange, bis es perfekt ist. Was? Aber junger Herr, Sie haben starke Augenringe. Ich bin mit diesem Bild immer noch nicht fertig. Oh je. Kann man mich vielleicht überhaupt nicht zeichnen, weil ich so schön bin? Kleiner Scherz. Hm. Letzte Nacht habe ich nicht schlafen können. Du bist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Oh, aber junger Herr, wie viel Schlaf haben Sie denn nur meinetwegen versäumt? Das weiß ich nicht. Ich habe die ganze Nacht im Bett gegrübelt, wie ich dich wohl am besten zeichne. Und dann war es schon morgen. Junger Herr? Da? Ich übernehme dafür die volle Verantwortung und bringe Sie heute Abend persönlich zu Bett. Wie wäre es vielleicht mit beruhigenden Düften? Davon schläft man gut. Stimmt, das riecht tatsächlich gut. Aber ich finde, du riechst viel besser. Ja? Finden Sie wirklich? Wenn das so ist, wollen Sie Ihren Kopf vielleicht in meinen Schoß legen? Wenn Sie meinen Duft so mögen, hilft es Ihnen vielleicht besser einzuschlafen. Nein, danke. Oh? Da würden doch nur deine Beine von einschlafen. Und dann liege ich wieder schlaflos herum. Ach so, ich verstehe. Wie wäre es denn mit heißer Milch? Vielleicht beruhigende Musik. Eine warme Augenmaske? Ich kann einfach nicht schlafen. Tja, dann... Wie wäre es denn, wenn ich mich neben Sie legen würde? Das war nur ein Scherz. Oh. Das hilft vielleicht wirklich. Ich finde es gut, wenn wir zusammen im Bett einschlafen. Aber ich bin nur ein einfaches Dienstmädchen. Das macht nichts. Schlafen Sie jetzt besser ein, mein junger Herr? Ich weiß nicht, vielleicht. Wieso bist du eigentlich zu mir ins Haus gekommen? Hä? Weißt du, ich würde gerne mehr über dich erfahren. Ich denke den ganzen Tag an dich. Und deswegen kann ich auch nicht schlafen. Und trotzdem, jetzt wo wir beide so nah beieinander sind, willst du mir dennoch immer noch nichts von dir verraten. Eigentlich weiß ich so wenig über dich. Das macht mir Angst und Sorgen. Es ist alles gut, junger Herr. Itsuka kita mirai wo
Was ist das noch für ein Lied? Ach ja, genau. Das Lied hat Mama früher immer für mich gesungen. Meine Mutter und... Da war doch... noch jemand. Gute Nacht, mein junger Herr. Hey, ich hab wirklich gut geschlafen. Das verdanke ich nur dir. Auch wenn du eigentlich der Grund für meine Schlafstörungen warst. Einen wunderschönen guten Morgen. Das freut mich. Was ist denn los? Ich weiß nicht mehr, was vor dem Einschlafen gewesen ist. Aber ich weiß, dass da ein vertrautes Gefühl in mir aufgekommen ist. Weißt du noch irgendetwas, Lilith? Tja. Wer weiß das schon? Du weißt meiner Frage ja schon wieder aus. Nur deinetwegen habe ich tagelang nicht schlafen können. Tja. Was ist, wenn ich es heute Abend wieder nicht hinkriege? Du wirst heute Abend wieder mit mir in einem Bett schlafen, verstanden? Dann werde ich aber die ganze Nacht kein einziges Auge zubekommen. Ich bitte um einen großen Applaus für Yuri. Das Bild, an dem der junge Herr so hart gearbeitet hat, wurde beim Wettbewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Wer bist du? Sie scheinen noch ganz schläfrig zu sein. Guten Morgen, Lilith. Ja, guten Morgen, mein junger Herr. Aber sag mal, ich dachte, heute wäre dein freier Tag gewesen. Sie haben absolut recht, ja. Trotzdem sollte ich meinen morgendlichen Pflichten nachkommen. Dann gehe ich mal und kümmere mich, dass das Frühstück fertig wird. Gut. Wer war noch mal dieses Mädchen? Entschuldigen Sie die Störung, junger Herr. Warum hat sie sich denn so unglaublich hübsch gemacht? Trifft sie sich mit jemandem? Sie hat doch nicht etwa ein Date! Junger Herr, sind Sie wirklich sicher, dass Sie den ganzen Tag auf mich verzichten können? Na, aber natürlich! Die Aufgabe des Hausherrn ist nämlich auch, dem Bediensteten eine Pause zu gönnen. Gut, ich verstehe. Also dann werde ich heute meinen freien Tag genießen. Bis zu meiner Verabredung kann ich mir noch etwas die Zeit vertreiben. Aber was könnte ich tun? Hm? Wie gut das riecht. Was ist das nur? Ja, lecker aus. Wenn ich schon mal hier bin, könnte ich dem jungen Herrn etwas mitbringen. Er mag süßes Gebäck sehr gerne. Diese Schokoladen-Erdbeerkronen. Oder vielleicht etwas mit Maronen. Es ist gerade Saison.
Die Croissants sehen natürlich auch köstlich aus. Wenn Sie möchten, können Sie gern etwas kosten. Oh, vielen Dank, sehr freundlich. Das ist wirklich gut. Schön, das freut mich. Ist denn etwas nicht in Ordnung? Ach was, ich hab mich wohl verguckt. Warte! Komm schnell nach Hause, ich will es unseren Eltern zeigen. Ich frage mich, ob der junge Herr alleine zurechtkommt. Hoffentlich hat er auch sein Mittagessen gegessen. Ich hoffe doch, dass er nicht in Schwierigkeiten steckt. Ich mache mir solche Sorgen. Machst du dir wieder Sorgen um deinen Herrn? Hallo, Fujisaki. Entschuldige, ich habe mich verspätet. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen können. Ja, ich habe heute auch frei bekommen. Herzlich willkommen. Wissen Sie schon, was Sie möchten? Ich nehme das Gleiche wie Sie. Sehr gerne doch. Weißt du, ich frage mich gerade, ob du dir an deinem freien Tag wirklich Sorgen um deinen Herrn machen solltest, Lilith. Ja. Wie ist das denn bei dir? Machst du dir an deinem freien Tag keine Gedanken um Fräulein Gojoin? Absolut nicht. Ach so, ich verstehe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr zwei euch schon so lange kennt. Das würdest du wahrscheinlich auch wunderschön finden. Ich glaube, wir zwei sind uns da ziemlich ähnlich. Wie kommst du bitte auf so etwas? Er und ich hatten ja noch nicht so viel Zeit. Deswegen ist es ja klar, dass ich das Herz meines Herrn noch nicht öffnen konnte. Auch nicht heute Morgen. Ich finde nicht, dass du so ängstlich sein musst. Oh. Du hast dich wirklich sehr verändert, Fujisaki. An der Akademie damals hat es ganz schön wilde Gerüchte über dich gegeben. Es hieß, du seist die schlechteste Schülerin der Akademie. Aber eines Tages hättest du dich geändert. Damals dachte ich, es sei alles nur leeres Gerede. Aber seit heute bin ich mir sicher, du musst dich in dem Moment geändert haben, als du Fräulein Gojoin begegnet bist. Ihr verbreitet so eine positive Atmosphäre, das ist wunderschön. Jetzt reicht es aber. Oh? Das ist mir peinlich. Das wollte ich nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ich bewundere euch beide wirklich sehr. Das, was ihr zwei habt, das würde ich gerne erreichen. Und mir kommt es so vor, dass die Beziehung, die ihr beide habt, für mich erstrebenswert ist. Die junge Herrin ist übrigens sehr an der Beziehung zwischen dir und deinem Herrn interessiert. Aber, naja, ich weiß, dass zwischenmenschliche Beziehungen kompliziert sind. Aber wenn ich dir diese eine Sache raten kann, öffne zuerst dein Herz. Dann bin ich sicher, wird er seins für dich auch sehr bald öffnen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist schwer. Als wir zusammen an der Akademie waren, hattest du mit anderen Problemen zu kämpfen als ich damals. Du hattest eine ganz bestimmte, unnahbare Aura. Und trotzdem bist du zu mir gekommen, um zu reden. Soll ich dir mal sagen, was ich glaube? Du hast damals schon angefangen, dich zu verändern. Oh, entschuldige mich. Beeil dich! Schick mir schnell ein Foto von euch beiden! Und dann erzähl mir ganz genau, worüber du mit ihr gesprochen hast, ja? Ging es um Liebe? Ich will auch mitmachen. Ich hätte da nämlich ein paar Fragen. Also, wenn es um Liebesangelegenheiten geht, was passiert? Entschuldige bitte. Die junge Herrin ruft nach mir. Ich muss jetzt leider los.
Also machst du dir doch Sorgen um Fräulein Gojuin an deinem freien Tag. Tja, jedenfalls war es schön, mit dir über die alten Zeiten in der Akademie zu reden. Du hast mit ihm noch nicht gesprochen, oder? Du kannst ruhig mit ihm über diese Sache sprechen, da bin ich ziemlich sicher. Diese Sache. Was meint sie mit dieser Sache? Ich konnte einfach nicht anders, als ihr heimlich zu folgen. Sag bloß, sie verheimlicht mir etwas, wovon ich nichts weiß. Hey, nicht weinen. Zu Hause. Ich habe auch ein paar schöne Geschenke für Sie mitgebracht. Stimmt etwas nicht? Sie sehen mich misstrauischer an als sonst. Lilith, willst du mir vielleicht etwas sagen? Oh? Was ist mit dieser Sache gemeint? Diese Sache? Du weißt, was ich meine. Diese Sache. Nein, ich weiß nicht, welche Sache Sie meinen. Na, die wichtige Sache. Die wichtige Sache? Ich mache uns nachher leckere Frikadellen zu essen. Vergiss es! Ich hab gedacht, Sie mögen Frikadellen. Na dann mache ich etwas anderes. Nein, darum geht es nicht. Frikadellen finde ich gut. Ganz besonders sogar, wenn sie innen schön saftig sind. Das kriege ich mit links hin. Das meine ich aber gar nicht! Gibt es nicht etwas Wichtiges, das du mir verheimlichst? Ein wichtiges Geheimnis? Ja, du hast mit Gojuins Butler heute darüber geredet. Woher wissen Sie das? Aber junger Herr, sind Sie mir etwa nachgelaufen? Ich konnte mich vor Neugier nicht beherrschen. Ich habe dich noch nie so wunderschön zurechtgemacht aus dem Haus gehen sehen. Das ist verdächtig. Normalerweise trägst du immer deine Dienstmädchenuniform. Ich fand das ungerecht. Wen würdest du treffen? Aber, junger Herr... Und wieso triffst du dich nicht mit mir? Ich würde gern mit dir ausgehen. Ja, und dann... Habt ihr über etwas gesprochen? Etwas, was sehr, sehr wichtig ist, aber du konntest es mir nicht sagen. Wolltest du mir erzählen, dass wir uns früher schon einmal begegnet sind? Woher wissen Sie das, junger Herr? Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch ein kleines Kind war. Eines Tages sind meine Eltern nach Hause gekommen und haben dieses Mädchen mitgebracht. Dieses Mädchen, was du nicht war. Und dieses Lied... Das hat nicht etwa meine Mutter gesungen, sondern du. Hab ich recht? Ja. Warum hast du mir etwas so Wichtiges denn nur vorenthalten? Naja. Aber wenn ich dir diese eine Sache raten kann, öffne zuerst dein Herz. Ich habe gedacht, dass sie mich vielleicht für einen schlechten Menschen halten. Oder... dass sie mich sogar hassen würden. Das würde ich niemals! Natürlich wollte ich es ihnen gleich am Anfang sagen. Aber andererseits wollte ich, dass sie sich an mich erinnern. Was, wenn ich es ihnen erzählt hätte und sie sich nicht erinnern könnten? Deswegen habe ich mich nicht getraut, es ihnen zu sagen. Aber ich erinnere mich.
Ich habe mich an dich wieder erinnert. All meine Erinnerungen werden wieder zurückkommen. Alles, was ich bis dahin bereits vergessen hatte. Also, Lilith, sei nicht mehr traurig und sieh nach vorn. Wo kann er denn nur sein? Oh. Oh. Aber junger Herr, was machen Sie denn da so früh am Morgen schon? Lilith, du kommst genau rechtzeitig. Gib mir deine Hand, komm. Wie? Meine Hand? Oh. Junger Herr, das ist... Ach, das ist doch nur eine Blume, die ich gemacht habe. Das nur eine Blume? Nein, ganz und gar nicht. Doch nun ja schon, aber... Ich dachte, wenn ich die gleichen Sachen tue, die ich an dem Tag auch getan habe, könnte ich mich besser an dich erinnern. Oh. An dem Tag? Also mein junger Herr. Junger Herr, wir sollten uns langsam fertig machen, sonst sind Sie zu spät in der Schule. Ach, herrje! Dann sollten wir uns beeilen. Wir können ja nachher noch weitermachen. Ja. Weitermachen? Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Lucien. Guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Und, Yuri, hast du gestern irgendetwas Schönes erlebt? Ich will nicht, dass die schöne Blüte verwelkt. Ich werde sie trocknen. Also, liebe Leute, heute sind die hinteren Reihen dran, die Antworten zuerst zu geben. Hey, Yuri! Sag mal, kann es sein, dass du mit deinem Dienstmädchen endlich Fortschritte gemacht hast? Entschuldige, das war unhöflich von mir. Ich habe mir vorgenommen, nur aus der Distanz zuzusehen. Aber ich will auch versorgt werden. Versorgt werden? Naja, wie sag ich's? Irgendwie scheinst du heute Morgen besonders froh und munter zu sein, finde ich jedenfalls. Und da dachte ich, dass du mit deinem Dienstmädchen vielleicht irgendwelche Fortschritte gemacht hast. Das nennt man Liebe. Ich war so damit beschäftigt, mich an Lilith zu erinnern, dass ich das voll vergessen habe. Ich habe also recht, es ist was passiert. Bitte sag mir, was passiert ist. Was willst du denn von mir wissen? Ist mir egal, Hauptsache irgendwas. Alles, was zwischen euch passiert ist. Wir haben neulich zusammen geschlafen. Wir haben zusammen geschlafen. Du hast die Treppe zum Erwachsensein erklommen. Und sag mal, wann hast du dich ihr gegenüber offenbart? Offenbart? Hä? Hast du mit ihr geschlafen, ohne ihr vorher ein amtliches Geständnis zu machen? Das gibt's doch gar nicht! Du hast die Reihenfolge missachtet, du Lustmolch! Was für ein Geständnis meinst du? Na, ein Liebesgeständnis, selbstverständlich! Darum geht es doch aber gar nicht. Ich bin Lilith gegenüber nur leider sehr misstrauisch. Deshalb will ich alles über sie wissen. Also wirklich, Yuri, jetzt hör mir mal zu. Du hast doch bestimmt auch schon gemerkt, dass du bis über beide Ohren in dein Dienstmädchen verliebt bist. Du meinst, ich liebe Lilith? Ja! Deswegen bist du so neugierig und willst alles über sie wissen. Ja, weil du in sie verliebt bist. Also, ist dieses Verlangen, dass ich mehr über Lilith wissen wollte, was ich für Misstrauen hielt, in Wirklichkeit? Oh, Yuri!
Yuri, wo willst du hin? Gojoin, vielen Dank! Aber ich muss los! Hä? Warte! Ich will mitkommen! Junge Herren, ich warte immer noch auf Sie. Sie haben noch Unterricht. Nein, bitte lass mich! Es ist doch so spannend gerade! Ach so. So ist das also. Ich bin nur so verunsichert gewesen, weil ich nichts über Lilith wusste. Aber Lilith war auch verunsichert. Sie war verunsichert, weil ich mich nicht an sie erinnern konnte. Ich habe Lilith immer verdächtigt. Auch jetzt. Ich muss es ihr sagen. Jetzt sofort. Ich liebe dich, Lilith. Ich beobachte dich beim Putzen. So sehr bin ich in dich verliebt. Ich finde es großartig, von deiner Stimme geweckt zu werden. Und ich liebe deine sanften Klänge, wenn du mir ein Schlaflied vorsingst. Ja, und du kaufst mir Geschenke. Und das, obwohl es eigentlich dein freier Tag ist. Ich liebe es, dass dein Lächeln wie die Sonne warm auf mich runterscheint. Oder wenn du mich ärgerst und dabei lächelst. Ich liebe deine schönen Augen. Sie funkeln so schön. Ich liebe einfach alles an dir. Junger Herr, ich bin... Also, ich muss schon sagen. Das sind ganz schön große Töne, die du da spuckst. Wer bist du denn? Geht dich gar nichts an. Ich hab was mit dem Dienstmädchen zu klären. Lilith, verlass auf der Stelle dieses Anwesen und komm zu mir zurück. Was sagst du da? Natsume. Lilith, verlass auf der Stelle dieses Anwesen und komm zu mir zurück. Nun komm schon, ich bin extra den weiten Weg hierher gekommen, um dich abzuholen. Schön, dich wiederzusehen, Natsume. Darf ich vorstellen? Das ist Natsume Nakashima, eine ehemalige Klassenkameradin und Kollegin von mir. Sagtest du Kollegin? Überspringen wir den offiziellen Teil. Komm einfach mit nach Hause. Was redest du denn da? Dein plötzliches Erscheinen sorgt bei uns für allgemeine Verwirrung. Deshalb muss ich ihm das hier ganz genau erklären. Ich hatte dir bereits einen Brief geschickt. Du sollst unverzüglich in unser Anwesen zurückkommen. Und ich hatte darauf geantwortet, dass ich nicht zurückkehren werde. Diese Antwort ist völlig inakzeptabel. Dein Herr hier ist noch ein Kind. Und Geld bekommst du auch keines für deine Dienste. Man erzählt sich ja so einiges über dich. Aber jetzt, da ich mir selbst ein Bild gemacht habe, bin ich echt sprachlos. Bruchbude zu sagen, wäre noch untertrieben. Dieses Anwesen steckt doch voller Probleme. So, ein letztes Mal. Komm jetzt nach Hause. Auf keinen Fall. Pass mal auf, ich bin hier der Herr im Haus. Und Lilith ist mein Dienstmädchen. Und außerdem möchte ich dich darum bitten, sie nicht mitzunehmen. Denn ich habe endlich erkannt, dass Lilith ganz wichtig und etwas Besonderes für mich ist. Dabei kenne ich noch nicht mal ihre wahren Gefühle. Nicht mehr als ein Kind. Wie soll so einer dein Herr sein? Was auch immer dich hier halten mag, du musst dir darüber klar werden, dass es nichts bringt. Daher wäre es viel besser, wenn du sofort mit nach Hause kommst. Und das weißt du auch. Denn dort wird sie gut bezahlt und ihr Herr ist ein verlässlicher Erwachsener. Außerdem handelt es sich dabei um ein wirkliches Anwesen. Und ihre Tätigkeiten dort werden im Gegensatz zu hier einen positiven Einfluss auf ihren Ruf als Dienstmädchen haben. Wir brauchen uns doch hier nichts vorzumachen. Es ist ja wohl ganz offensichtlich, was das Beste für Lilith ist. Und vor allem kann sie den Großteil ihrer Zeit dort mit mir verbringen. Ich bin aber hier, weil ich mich aus freien Stücken dazu entschieden habe. Und ich habe dir bereits deutlich gesagt, dass ich nicht zurückkommen werde.
Es spielt keine Rolle, wie viele Briefe du mir schickst. Du wirst mich nicht umstimmen können. Bitte, Lilith. Ich danke dir vielmals, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und hergekommen bist, aber... In Zukunft bitte. Aber warum denn nicht? Ich verstehe dich doch viel besser, als er es jemals tun wird. Ich muss die ganze Zeit an dich denken und bin extra hierher gekommen, weil du mir wichtig bist. Also warum in aller Welt ziehst du diesen unzuverlässigen Knirps unserer Freundschaft vor? Hat sie Knirps gesagt? Wie unhöflich von dir. Der junge Herr Juri ist alles andere als ein Knirps. Diese Absteige und dieses Kind sollen also wirklich besser sein als ich? Das werden wir ja sehen. Also gut, dann werde ich mir das mal ein bisschen ansehen. Und dann wird sich zeigen, ob du geeignet bist, Liliths Meister zu sein. Fangen wir zunächst mit der Bildung an. Ich will überprüfen, ob du ihr das geben kannst, was das Beste für sie ist. Erkläre mir als erstes die Relativitätstheorie. Tut mir leid, das kann ich nicht. Also das fängt ja schon mal ausgezeichnet an. Kannst du sie mir erklären, Natsumi? Natürlich, also sieh mal. Die Relativität ist im Grunde genommen, also ganz theoretisch, ist es eine Theorie. Du hast genauso viel Ahnung wie ich. Ich weiß zwar jetzt immer noch nichts darüber, aber ich habe vor, mich damit zu beschäftigen. Junger Herr, das ist die richtige Einstellung. Nur weil du eventuell ein bisschen fleißig bist, heißt das noch lange nicht, dass du zu einem Meister taugst. Denn was hier wirklich zählt, ist das Geld. Das ist Geld. Da hast du wohl recht. Und wie steht's damit? Nicht so gut, ich hab nämlich keins. Wieder kein Treffer? Denn Geld sollte ein Meister natürlich auf jeden Fall haben. Ja, das stimmt schon. Und wie sieht es hiermit aus? Da werfe ich jeden Monat einen kleinen Teil meines Taschengeldes rein. Aber das ist doch nur Kleingeld. Naja, es ist wirklich nicht so viel. Aber wenn ich weiterspare, kann ich Lilith davon eines Tages vielleicht ein Geschenk machen. Aber, junger Herr... Also ich habe doch auch etwas Taschengeld. Natsumi, magst du es immer noch so sehr, einkaufen zu gehen? Früher habe ich dir dabei oft Gesellschaft geleistet. Du hast ja ein völlig falsches Bild von mir. Halt lieber den Mund, denn du verstehst rein gar nichts. Natsumi. Ist alles in Ordnung? Bleib lieber ein Stück zurück. Hier ist nämlich alles voller Glas. Warte, ich hol schnell den Besen. Vielen Dank, Lilith. Hast du dir wehgetan? Ich glaube nicht. Na, Gott sei Dank. Was soll denn das? Ich habe soeben was von deinem Eigentum kaputt gemacht. Wie kannst du nur so gelassen reagieren? Ist es denn nicht wichtiger, darüber erleichtert zu sein, dass niemand dabei verletzt worden ist? Aber ja, du hast recht. Und immerhin bist du ja zu Besuch bei Lilith. Darum will ich, dass du dich hier so wohl fühlst, wie es nur geht. Ich lass mich doch hier nicht an der Nase herumführen. An der Nase, sagst du? Lilith, dieser Knirps führt dich an der Nase herum. Ist das nicht so? Werd nicht leichtsinnig, nur weil er noch ein Kind ist. Irgendwas stimmt mit diesem Haus und diesem Meister nicht. Ich glaube ja nicht mal, dass er tatsächlich dein Meister ist. Natsumi? Hör bitte sofort damit auf, schlecht über meinen jungen Herrn zu reden. Aber Lilith, ich sage dir, das doch nur in deinem eigenen Interesse. Aber im Moment interessiert mich etwas ganz anderes, Natsumi. Ich würde gerne wissen, warum du so auf mich fixiert bist. Bereits während unserer Ausbildung hast du mich nach jeder Kleinigkeit gefragt. Wenn du Probleme hattest, dann habe ich dir immer geholfen, sie zu lösen. Und du hast mir geholfen. Manchmal hast du mich auch glücklich gemacht. Und dafür bin ich dir dankbar. Aber jetzt erwarte ich von dir, dass du meine Gefühle respektierst. Dabei will ich doch nur das Beste für dich und sonst nichts weiter. Jeder Mensch hat seine ganz persönliche Art, seine Gefühle auszudrücken. Manche werden zum Beispiel absichtlich gemein, weil sie einfach nicht sagen können, dass sie jemanden lieb haben. Aber warum sollten sie das denn tun? Ich würde sagen, das sind die unergründlichen Geheimnisse des menschlichen Herzens. Könnte es vielleicht möglich sein, dass
du in Lilith verliebt bist, Natsume? Hm? Ah! Wovon redest du denn da? Das ist doch totaler Blödsinn. Das stimmt doch so überhaupt nicht. Bist du dir da sicher? Du hast doch selbst gesagt, dass du Lilith zuliebe den ganzen langen Weg hierher gekommen bist. Was auch immer dich hier halten mag, du musst dir darüber klar werden, dass es nichts bringt. Ich muss die ganze Zeit an dich denken und bin extra hierher gekommen, weil du mir wichtig bist. Dabei will ich doch nur das Beste für dich und sonst nichts weiter. Hast du das etwa nicht aus Liebe zu ihr gesagt? Was? Wie bitte? Hör auf damit! Und zwar sofort! Also ich zum Beispiel liebe Lilith. Und deshalb will ich auch, dass sie hier bleibt. Ha? Und weil du sie liebst, bist du hergekommen, um sie abzuholen. Also das ist echt sowas von oberpeinlich. Wie kommst du darauf, sowas Peinliches über mich zu sagen? Ist dir das nicht unangenehm? Wieso soll das peinlich sein, über seine Gefühle zu sprechen? Es ziemt sich nicht, die eigenen Gefühle offen zu zeigen. Als Erwachsener sollte man sich da schon unter Kontrolle haben. Ist das denn wirklich so? Wenn man nicht sagt, ich liebe dich, Lilith, dann versteht es doch auch niemand. Du hast vollkommen recht. Ich liebe Lilith. Ich kann einfach nicht anders, als die ganze Zeit an sie zu denken. Ich habe mir nun mal Sorgen gemacht. Sorgen darum, wie das Anwesen ist. Wie wohl ihr Meister sein mag und wie ihr Alltag aussieht. Und natürlich, ob sie glücklich ist. Deshalb habe ich diesen weiten Weg auf mich genommen. Liebe Natsume, bitte verzeih mir, dass ich dir solche Sorgen bereitet habe. Ich danke dir von ganzem Herzen. Liebste Lilith! Ich habe aber trotzdem nicht vor, zurückzukehren, Natsume. Hä? Von wegen, es ist gut, sich zu öffnen und seine Gefühle zu zeigen. Du hast mich ausgetrickst. Wie bitte? Ich gehe dann mal los. Auf Wiedersehen, junger Herr. Einen schönen Tag. Weg ist er. Natsume, aber du bist doch ein Gast dieses Hauses. Du brauchst hier nicht mitzuhelfen. Da hast du zwar recht, aber... In unserem Anwesen sind immer mehrere Dienstmädchen für die Reinigung zuständig. Dementsprechend haben wir alle ganz klare Anweisungen auf unterschiedlichen Posten. Dazu gehört, nur das zu tun, was uns aufgetragen wird. Wir werden sehen, zu welcher harten Arbeit sie hier gezwungen wird. Ich bin gespannt. Es ist ein verhältnismäßig kleines Anwesen, aber dennoch ist es weitläufig. Es dürfte ziemlich schwer sein, das alles alleine zu schaffen. Du brauchst mir wirklich nicht zu helfen, Natsume. Ruh dich doch lieber aus. Wenn du meinst. Vielen Dank für deine Hilfe. Wir haben uns eine Pause verdient. Wieso danke? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ist das alles nicht unheimlich hart? Na, das hier ganz alleine zu machen. Das ist doch bestimmt anstrengend und ermüdend. Musst du dich nicht oft ausruhen? Aber nein. Ich mache das schließlich für den jungen Herrn. Und deshalb bereitet es mir Freude. Lilith war schon immer eine fleißige Person. Die Arbeit geht ihr wahrscheinlich ziemlich leicht von der Hand. Oh, die Zeit geht heute aber schnell rum. Der junge Herr müsste bald nach Hause kommen. Ich muss mich noch vorbereiten. Hey, warte mal, das hier soll eine Pause gewesen sein? Es ist also wirklich, wie ich dachte. Ich bin wieder zurück! Er ist das Problem. Willkommen zu Hause, junger Herr. Geht's Ihnen gut? Oh, Sie sind ja von oben bis unten durchgeschwitzt. Könnte es sein? Ja, genau. Ich konnte es nicht erwarten, dein Gesicht zu sehen. Sind Sie etwa schon wieder den ganzen Weg nach Hause gerannt? Sie müssen ganz sicher erschöpft sein. Um ehrlich zu sein, habe ich schon im Unterricht daran gedacht, wie es ist, dich wiederzusehen. Und
und darüber, ob das viele Putzen nicht zu anstrengend für dich ist und was du in diesem Moment gerade machst. Ich war die ganze Zeit so ungeduldig, dass ich es nicht mehr aushalten konnte und losrennen musste. Mit jedem Tag liebe ich dich mehr. Dieser Bengel macht Lilith schon wieder ganz verlegen mit seinem peinlichen Gequatsche. Was soll man denn bitte auf so etwas antworten? Besonders, wenn man es von so einem Knirps zu hören bekommt. Oder kommt das nur mir so vor? Sie könnten dabei stolpern und sich verletzen oder sogar in einen Verkehrsunfall geraten. Bitte gehen Sie langsam nach Hause, damit ich mir um Ihre Sicherheit keine Sorgen machen muss. Ja, du hast ja recht. Geht in Ordnung. Hallo Natsumi, wie geht's dir? Willkommen zu Hause. Was hast du denn, Natsumi? Es ist überhaupt nichts. Das ist das erste Mal, dass ich Lilith so glücklich sehe. Hey Lilith, darf ich dir mit dem Abendessen helfen? Danke, aber ich bin schon fast fertig. Sie können sich also völlig entspannen. Ich werde gleich servieren. Also gut. Ha? Hey, sag mal, bist du wirklich ein Dienstmädchen? Ha? Wie kommst du auf diese Frage? Naja... Ich finde, dass das, was ich von dir weiß und wie du dich verhältst, überhaupt nicht zu einem Dienstmädchen passt. Richtige Dienstmädchen essen keine Snacks vor dem Abendessen. Was haben denn bitte Snacks damit zu tun? Zieh dir meine Kleidung an und sag mir, dass das, was du siehst, kein Dienstmädchen sein soll. Ja, aber eben nur rein äußerlich. Fängst du jetzt an, dich über mich lustig zu machen, du Rotzlöffel? Na warte, du wirst schon sehen. Hier gibt es nicht das Geringste zu sehen. Haben wir uns verstanden? Ist ja gut. Ich habe es doch schon mal gesagt. Du bist hier ein Gast, Natsumi. Die Hausarbeit ist meine Angelegenheit. Niemand verlangt von dir, dass du auch diese Hausarbeit machen musst. Soll das etwa heißen, dass ich es nicht kann? Oh, das tut mir wirklich leid, Lilith. Du hast dir doch hoffentlich nicht wehgetan, oder? Ich kann nicht glauben, dass mir das schon wieder passiert ist. Ich werde das sofort wieder in Ordnung bringen. Diese Situation ist fast wie früher. Ach ja, und wieso? Naja, Hausarbeiten waren noch nie Natsumis Spezialität. Vieles ging daneben. Dadurch, dass ich ihr oft geholfen habe, bin ich selbst immer besser geworden. Das war mit die schönste Zeit, wenn wir zwei zusammen die Hausarbeit verrichtet haben. Das finde ich gar nicht. Alles andere ja, aber bloß keine Hausarbeit. Ich glaube, ihr zwei solltet jetzt erstmal eine Dusche nehmen. Ihr seid nämlich pitschnass. Da haben Sie recht, junger Herr. Vorher räumen wir erst noch auf. Das könnt ihr danach tun. Die nassen Kleider fangen sonst an zu müffeln. Wie? Außerdem erkältet ihr euch. Und Natsumi, wie sieht es mit einem gemeinsamen Bad aus? War nur ein Scherz. Was? Wir beide... Gut, ich gehe mit dir ins Bad. Wie ist das Wasser? Geht die Temperatur? Es ist ganz passabel. Natsumi, entschuldige bitte, dass ich da vorhin so hart zu dir gewesen bin. Hör bitte sofort damit auf, schlecht über meinen jungen Herrn zu reden. Nein, also ich war auch nicht gerade. Du weißt schon, was ich meine. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin sogar etwas erleichtert, dass du gekommen bist, um nach mir zu sehen.
Hoffentlich waren das die richtigen Worte. Es hat mir auf jeden Fall etwas nötige Ablenkung verschafft. Wie soll ich auf die offene Zuneigung meines so viel jüngeren Herrn denn bloß reagieren? Ich hätte niemals damit gerechnet, dass er mir so direkt sagen würde, was er für mich empfindet. Solche Worte von demjenigen zu hören, der mir so viel bedeutet. Er hat sich erst zu dem Zeitpunkt geöffnet und seine Gefühle geäußert, als du zu Besuch gekommen bist. Bis dahin war er mir gegenüber nur misstrauisch. Ich kann das noch gar nicht richtig einordnen. Das kann doch nicht dein Ernst sein! Wie kann es denn sein, dass du sowas nicht bemerkt haben willst? Ich habe es sofort gesehen, als ich hier angekommen bin. Was hast du gesehen? Was meinst du? Zunächst habe ich ihn für einen unwürdigen Meister gehalten, der dir nur Ärger bereitet. Und dich ganz allein, ohne jegliche Hilfe, dieses Anwesen hier bewirtschaften lässt. Aber wie du strahlst, wenn er dir immer wieder ganz unverhohlen sagt, dass er dich liebt. Da ist nichts Beunruhigendes zu erkennen, nur das pure Glück, das dich umgibt. Ich sehe also glücklich aus? Ganz genau. Und das hat dann wohl zu bedeuten... Na, was wohl? Trotzdem werde ich's nicht sagen, denn das ist etwas, was du ganz allein für dich selbst herausfinden musst. Habe ich wirklich so glücklich ausgesehen, als du angekommen bist? Ja, es stand dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Das gibt's doch nicht. Ist das etwa immer so? Das ist mir sowas von peinlich. Und wie glücklich du ausgesehen hast. Und als du angefangen hast, mich anzulächeln, da hast du mich auch glücklich gemacht. Dass das alles an diesem Knirps liegen soll, frustriert mich trotzdem ein wenig. Außerdem erkältet ihr euch. Worüber habt ihr zwei denn in der Badewanne überhaupt so lange geredet? Das war ein Gespräch unter Erwachsenen. Was? Hey Natsume, ich habe gerade ein paar Kekse gebacken. Wollen wir vielleicht zusammen... Wo kann sie denn nur hin sein? Was ist denn schon wieder los, Gojoin? Wie läuft's denn mit deinem Dienstmädchen? Habt ihr beide Fortschritte gemacht? Hm? Oh. Stimmt. Ich hatte ja nach Gojoins Ratschlägen gar nicht mehr mit ihr darüber gesprochen. Ich habe Lilith ganz einfach nur gesagt, dass ich sie liebe. Oh ja? Wirklich? Endlich hast du ihr deine Liebe gestanden. Dazu kann ich dir nur gratulieren. Danke. Und was war dann? Was genau ist denn direkt danach passiert? Was hat sie denn dazu gesagt? Und was wirst du als nächstes tun? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich, seit sie von deiner Liebe weiß, ziemlich verändert haben muss. Hat sie sich denn verändert? Oh, wir sind jetzt einer mehr in der Familie. Oh! Damit also gemeint? Was denn sonst? Es geht gerade ziemlich lebhaft auf dem Anwesen zu. Aber so wie es aussieht, scheint sie nicht viel von mir zu halten. Das ist sehr unerfreulich. Trotzdem, ich habe die Absicht, mich mit Natsume gut zu verstehen. Denn ich glaube, dass sie auch in Lilith sehr verliebt ist. Hä? Oh. Das ist ja voll aufregend. Du hast eine Liebesrivalin im Haus. Mir ist so kalt. Wo bleibt der verzogene Bengel denn nur? Ach, da kommt er ja endlich. Oh? Oh? Wer ist das denn?
Dieser kleine Lügner hat doch wohl nicht etwa eine Freundin, obwohl er behauptet, Lilith zu lieben. Das ist absolut inakzeptabel. Aber schön, dann werde ich mir jetzt Lilith schnappen und sie zurückbringen. Hä? Diese Konkurrenz ist ein wichtiges Element vieler Liebesgeschichten. Das ist genau die Art von Verwirrungen und Missverständnissen, die mein Herz höher schlagen lassen. Die alte Liebe trifft auf eine neue Liebe und schon schwankt das Herz einer Jungfrau zwischen beiden hin und her. Das ist so romantisch. Und außerdem wird es jetzt richtig lustig. Meine jungen Herren, wenn Sie dann soweit wären, wir müssen jetzt los. Warum denn gerade jetzt, was spannend wird? Aber Moment mal, ist sie das etwa? Die war doch damals in unserer Akademie total berüchtigt. Ja, das ist Fujisaki. Wie schrecklich. Hoffentlich bekomme ich nichts mit ihr zu tun und sie lässt mich in Ruhe. Natsume? Ja, womit kann ich behilflich sein? Ich habe nichts weiter gesehen oder gehört. Warum stehst du denn hier draußen so alleine rum? Na, weil ich hier bin, um dich abzuholen. Echt jetzt? Ach, so ist das. Sie ist also nur deine Klassenkameradin. Ja, meine Klassenkameradin. Was hast du denn erwartet? Du bist noch ein Kind. Du musst nicht alles wissen. Und warum bist du denn heute zur Schule gekommen, um mich abzuholen? Also, naja, du weißt schon. Ich werde schon bald wieder nach Hause gehen. Deshalb bin ich hier, um mich zu verabschieden. Ich verstehe, du gehst also wieder zurück? Ganz genau. Vermisst du mich etwas schon? Um ehrlich zu sein, nein. Du bist ganz schön unerzogen. Schon bald ist ja Weihnachten, also es ist zumindest nicht mehr lange hin. Kannst du mir vielleicht sagen, ob sich Lilith irgendetwas wünscht? Hey! Hast du keine Augen im Kopf? Tja, so wie es aussieht, musst du uns wohl einen neuen kaufen. Jetzt bringt er sich auch noch selbst in Schwierigkeiten. Ich glaube eher, dass ihr mich angerempelt habt. Oh oh. Hä? Was redest du denn da? Kannst du überhaupt beweisen, dass wir dich angerempelt haben? Es gibt auch keinen Beweis, dass ich es gewesen bin. Du kleiner Mistkerl, ich zeig dir mal, wie man richtig rempelt! Was ist? Fühlst du dich etwa besonders stark, wenn du dich an Kleineren vergreifst? Hä? Was geht dich das an? Verpiss dich! Wie bitte? Eigentlich hatten wir nicht vor irgendjemanden... Tut uns leid, wir machen's nie wieder! Hör mal. Toll, wie du dich gegen die beiden Großen durchgesetzt hast. Gar nicht mal übel. Trotzdem, bring dich nicht unnötig in Gefahr. Lilith soll sich nicht zu viele Sorgen machen müssen. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Trotzdem, danke für deine Hilfe. Echt, Natsume, du warst gerade mega cool. Ach, das war doch nichts. Im Gegenteil, Natsume. Und ich möchte mich dafür revanchieren. Ha? Revanchieren? Das musst du aber nicht. Warum denn nicht? Nur deinetwegen ist mir ein blaues Auge erspart geblieben. Deshalb will ich auch was für dich tun. So auf die Schnelle fällt mir auch überhaupt nichts ein. Obwohl, da wäre was. Eine Sache gibt es, bei der ich deine Hilfe brauchen könnte. Natsume, hast du etwa heute den jungen Herrn von der Schule abgeholt? Nun ja, ausnahmsweise. Es wäre sehr nett gewesen, wenn du mir das vorher auch gesagt hättest. Gut, dann wäre das jetzt auch geklärt. Los, komm, Natsume. Oh, natürlich. Also irgendwie haben sich die beiden gerade seltsam verhalten. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Ha? Aber das hier ist doch wohl um Längen besser. Nein, das finde ich gar nicht. Ihre unschuldige Art und ihr herzensgutes Wesen machen sie für mich so attraktiv. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Ihre coole und erwachsene Seite ist ja wohl das, was ihr am besten steht. Anscheinend verstehen sich die beiden jetzt etwas besser. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Vergiss es. Wo waren wir? Ich will mich doch gar nicht mit dir streiten. Hör zu, Natsume, du hast doch vorgeschlagen, mit mir zusammen ein Geschenk für Lilith auszusuchen. Worauf warten wir? Lass uns weiter Ideen dazu austauschen. Eine Überraschung also? Ja, wir werden eine Weihnachtsfeier organisieren, ohne ihr vorher davon zu erzählen. Und warum erzählen wir ihr nichts davon?
Aber das liegt doch auf der Hand, damit wir sie am Tag der Weihnachtsfeier dann damit überraschen können. Oh. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Dann ist es also abgemacht. Dann werde ich Lilith vorher sagen, dass ich zu Gojoins Weihnachtsfeier eingeladen bin. Und ich werde an dem Tag mit ihr zusammen shoppen gehen und zur vereinbarten Zeit wieder mit ihr hier sein. Während ich mit ihr unterwegs bin, werde ich aus ihr rauskitzeln, was sie sich so wünscht. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ach ja, ich's noch vergesse. Bald ist ja Weihnachten, nicht wahr? Stimmt, da hast du recht. Ich bin irgendwie schon ganz aufgeregt, weil das Fest näher rückt. Mein junger Herr, haben Sie für Weihnachten schon etwas? Oh Mann, das habe ich ganz vergessen. Ich bin in diesem Jahr zu einer Weihnachtsparty bei Gojoin eingeladen. Hä? Das wusste ich nicht. Das ist wirklich schade, junger Herr. Ja, die Einladung beinhaltet übrigens auch ein Abendessen dort. Na, wenn das so ist. Hey, Lilith, dann könnten wir beide doch zusammen was an Weihnachten unternehmen. Gute Idee. Ich danke dir vielmals. Junger Herr, ich wünsche Ihnen viel Freude auf der Party. Und grüßen Sie Fräulein Gojoin. Dankeschön. Ich werde ihm wenigstens ein kleines Geschenk machen. Ist das dein Ernst, was du da gerade gesagt hast? Natürlich. Und wenn möglich, würde ich dich bitten... Aber na klar, auf jeden Fall mache ich damit. Ganz schön nah dran. Eine richtige Weihnachtsüberraschung. Was für eine großartige Idee. Zum Glück habe ich zu diesem Thema unzählige Bücher gelesen. Als erstes solltest du etwas Romantisches für euch organisieren. Vielleicht einen Helikopterflug über die nächtliche Stadt und dann eine Yacht für ein Dinner auf dem Wasser mieten. Und das große Finale findet in einem Jacuzzi voller Rosenblüten statt. Überall stehen Kerzen rum, es duftet herrlich nach Weihnachtskuchen und zur Krönung wird mit Champagner angestoßen. Ihr seht euch in die Augen und gesteht euch mit den süßesten Worten eure Liebe. Ich verstehe das nicht ganz, aber trotzdem danke. Entschuldige bitte. Ich glaube, ich bin da eben ein klein wenig abgeschweift. Wie sehen die Pläne aus, mit denen du sie überraschen willst? Eigentlich hatte ich ja vor, dich dabei um ein wenig Hilfe zu bitten. Echt? Werden sie auch wirklich ohne mich zurechtkommen? Mach dir keine Sorgen. Ich bin schon oft bei Gojoin gewesen. Ich weiß, wie ich hin und auch wieder zurückkomme. Aber trotzdem. Jetzt hör schon auf damit, Lilith. Du hast doch gehört, was der junge Herr gesagt hat. Ja, das habe ich. Aber bitte melden Sie sich umgehend bei mir, falls doch irgendwas sein sollte, ja? Na klar, das mache ich. Damit wäre der erste Teil unseres Plans wohl erledigt. Wo ist die Zielperson? Gerade eben haben wir sie erfolgreich weggelockt. Hallo Fujisaki, ich grüße dich. Ich grüße Sie ebenfalls. Meine junge Herrin hat mich über alles informiert. Mit Ihrer bei der Erlaubnis werde ich mich der Vorbereitung der Party widmen. Ich nehme an, Sie sind damit einverstanden? Sind wir. Und wir danken dir dafür. Ich habe aber auch ein paar Aufgaben für Sie. Ja, ich will gerne eine Aufgabe übernehmen. Warum soll ich mich denn ganz alleine um die gesamte Deko kümmern? Geschafft! Ja. Jetzt braucht der Kuchen nur noch eine Verzierung und dann ist er fertig. Oh, Meister Yuri, einen kleinen Moment mal bitte. Oh. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie hatten da ein wenig Sahne auf Ihrer Nase. Ich danke dir vielmals. Das ist wirklich sehr aufmerksam von dir, Fujisaki. Ach was, das ist reine Gewohnheit, weil meine Herrin ständig sowas hat. Die junge Herrin ist nicht gerade die Geschickteste. Deshalb ist das sowas wie ein Reflex. Oh, stimmt was nicht, junger Herr? Nein, mir ist nur gerade klar geworden, wie sehr ihr beiden euch gern habt. Was? Gern haben? Und das ist wirklich beneidenswert. Ich konfisziere das. Warum denn? Ihr gebt so ein schönes Pärchen auf dem Bild ab. Erinnerungen zu bewahren ist wichtig, oder stimmt das etwa nicht? Ja, du hast recht. Hör mal, Fujisaki. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne auch mal beim Kochen mithelfen.
Also gut, junge Herrin. Der Kuchen müsste noch mit den Erdbeeren verziert werden. Aha. So was mache ich doch am liebsten. So ein Mist. So langsam gehen mir die Themen aus. Worüber könnte ich denn noch mit dir reden? Ich hab's. Im Internet finde ich bestimmt was. Das ist doch alles völlig nutzlos. Hey, Natsume, ist alles in Ordnung mit dir? Hä? Naja, also... Hast du auch so Lust auf Crepe? Ich werde uns welche holen. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh, Natsume, nicht so schnell, sonst... Natsume! Hast du dir etwa wehgetan? Alles in Ordnung. Wie bitte? Das nennst du in Ordnung? Wie uncool. Hm? Hier, bitte. Ich habe es angefeuchtet, so geht es besser. Danke dir. Also gut, das ist meine Chance. Jetzt kann ich mich bei ihr für mein ungeschicktes Verhalten entschuldigen. Hey, Lilith, wegen heute... Vielen Dank für heute. Du hast mich heute eingeladen, weil du gedacht hast, ich könnte vielleicht traurig sein, oder? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Aber ist es dann überhaupt okay für dich? Gibt es nicht jemanden, mit dem du den Tag lieber verbringen würdest? Was? Hä? Was soll das denn für eine Frage sein? Ich habe zufällig das Weihnachtsspecial in deiner aufgeklappten Zeitschrift gesehen. Und ich dachte, es gibt jemanden, für den du Gefühle hast. Ach, das wollte ich dir noch... Ach, ist ja auch egal. Natsume, lass uns diesen Tag heute genießen. Das machen wir auf jeden Fall! Ich muss schon sagen, die stehen dir ausgesprochen gut. Dabei sehen so süße Dinge bei dir viel besser aus als bei mir. Das stimmt doch gar nicht. Du siehst damit noch süßer aus, als du eh schon bist. Das ist mir jetzt aber peinlich. Trotzdem danke. Keine Ursache, gern geschehen. Oh? Was ist Natsume? Hier, Lilith. Ein kleines Geschenk für dich. Komm schon, nimm es. Was? Darf ich es schon aufmachen? Oh. Naja, ich hatte vor, nach etwas zu suchen, das dir gefallen könnte. Aber weil ich bald wieder nach Hause gehen werde, habe ich gedacht... Wehe, wenn du mir damit in Zukunft nicht regelmäßig Briefe schreibst. Sehr gerne. Du wirst Post bekommen. Natsume, vielen Dank für alles. Was ist denn jetzt los? Von totaler Dunkelheit war doch nie die Rede. Oh. Wow, jetzt sieh dir das mal an, Lilith. Hä? Wo ist sie denn hin? Ist sie etwa schon reingegangen? Frohe Weihnachten! Aber Lilith, diese Überraschung war... Was ist denn hier los? Jetzt bist du überrascht worden, denn weißt du... Aber junger Herr, was haben Sie denn? Es ist doch schon so spät. Jetzt verstehe ich. Deswegen sind Sie mit Natsume verschwunden. Genau. Wir wollten dich überraschen, aber irgendwie kann ich einfach kein Geheimnis vor dir verbergen. Ich werde Natsume morgen sagen, dass du es weißt. Aber junger Herr... Entschuldige, dass ich dich so spät gestört habe. Einen Moment bitte, junger Herr. Ich habe die Lösung dafür, dass Natsume nicht enttäuscht sein wird. Und somit bin ich die Ahnungslose, die jetzt als Überraschte vor euch steht. Ich bin echt baff.
was ist denn jetzt los? Hey, ist alles in Ordnung? Hä? Fujisaki, bist du es wirklich? Guten Tag! Oh? Sehr schön, liebe Natsume. Ihr habt euch bestimmt jede Menge zu erzählen. Ich würde mich freuen, wenn du zu uns reinkommst. Aber ja, komm doch rein. Lass uns feiern, Natsume. Für diese wunderschöne Party. Nicht der Rede wert. Meiner jungen Herrin scheint es auch sehr gefallen zu haben. Ja, und Fujisaki kommt in einem Minirock-Weihnachtskostüm. Danke, Meister Yuri. Sie haben heute Freude verbreitet. Ich wünsche mir, dass Sie auch weiterhin ein Freund der jungen Herrin bleiben. Ja, auf jeden Fall. Und ich wünsche mir, dich öfter in unserem Haus zu haben. Dann auf bald. Junger Herr, das haben Sie heute wirklich großartig gemacht. Das kann ich nur zurückgeben, Lilith. Du hast wirklich schauspielerisches Talent. Vielen Dank, das freut mich. Hast du diesen süßen Haarschmuck für Natsume ausgesucht? Ja, der sieht toll bei ihr aus, nicht wahr? Ja, sie hat sich bestimmt sehr darüber gefreut. Mein junger Herr, ist alles gut bei Ihnen? Sag mal, Lilith, wie funktioniert das gleich nochmal? Führen Sie die Nadel ganz einfach unter diesen Knoten hier. Ich hoffe sehr, dass sich Natsume darüber freut. Das wird sie. Da bin ich mir sicher. Natsume und der junge Herr haben geholfen. Und deshalb ging es wirklich schnell. Ja, genau. Ich sollte jetzt anfangen, den Tee zuzubereiten, bevor die beiden vom Einkaufen zurückkommen. Hallo. Ihr seid das, Meister? Oh, Mann. Ist das schwer. Warum hat uns Lilith aufgetragen, das hier alles einzukaufen? Wovon redest du denn eigentlich? Du hast doch selbst vorgeschlagen, einkaufen zu gehen, bloß weil du dich vorm Putzen drücken wolltest. Ach, übrigens. Ich möchte dir danken. Ich bin sehr froh, hierher gekommen zu sein. So konnte ich sehen, wie gut es Lilith hier bei dir hat. Außerdem hast du mir geholfen, dass ich Lilith zum ersten Mal meine Gefühle gestehen konnte. Du hast es ihr doch aber gesagt, weil du es wolltest. Ich hab nichts weiter gemacht. Und ob du das hast! Ich fand es vorher nämlich peinlich, meine Gefühle vor anderen zu artikulieren. Es war für mich wie ein Sprung ins kalte Wasser. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich der Person, die ich liebe, meine Gefühle ganz offen mitteilen. Ich habe nämlich verstanden, wie wichtig es ist, offen darüber zu reden. Hast du nicht gesagt, dass du Lilith lieben würdest? Hä? Ja, natürlich liebe ich Lilith.
aber die Liebe, die ich für Lilith empfinde, ist eine andere Liebe als die, die ich für meinen Meister empfinde. Jetzt verstehe ich. Du sagst also, dass du in deinen Meister verliebt bist. Stimmt das etwa nicht? Du hast natürlich nicht Unrecht. Aber es gibt viele verschiedene Arten von Liebe. Zum Beispiel die Liebe innerhalb einer Familie oder die Liebe zwischen Freunden. Was soll's? Als Kind kannst du das wahrscheinlich noch nicht begreifen. Na, wie auch immer. Lass uns nach Hause gehen. Es wird langsam kalt. Vielen Dank. Bitte sei nicht so aufgeregt und verschüchtert. Ich war nur zufällig in der Nähe und wollte mal sehen, wie es dir geht. Jawohl. Und übrigens, vielen Dank, dass du dich hier auch um Natsumi kümmerst. Oh, nicht doch. Das versteht sich doch ganz von selbst. Wo ist sie denn gerade? Sie müsste jeden Augenblick vom Einkaufen zurückkommen. Das klingt gut. Also hat sie hier auch eigene Aufgaben? Ja, natürlich. Sie ist hier im Haus eine große Hilfe. Sie putzt und wäscht. Hm. Ich bin hocherfreut, das zu hören. Meister, ich möchte mich... wegen meines egoistischen Handelns und den Umständen, die ich allen bereitet habe, aufrichtig bei Ihnen entschuldigen. Ach bitte, mach dir doch darüber keine Sorgen. Wir alle verstehen deine Beweggründe. Du arbeitest hier in einem ausgesprochen schönen Anwesen. Ja, wirklich. Und ich muss sagen, dass hier alles tipptopp gepflegt ist. Mhm. Warst du das etwa ganz allein? Ja. Ich bin absolut beeindruckt. Das hängt bestimmt damit zusammen, weil dir dieses schöne Anwesen und sein junger Herr sehr am Herzen liegen. Und das wiederum hat bestimmt mit deiner Vergangenheit zu tun. Als ich noch klein war, sind meine Eltern von einem auf den anderen Tag verschwunden. Und auf einen Schlag stand ich ohne ein Zuhause da. Weil ich niemanden hatte, der sich damals um mich kümmern konnte, nahmen mich die Eltern des jungen Herrn, die Freunde meiner Eltern gewesen waren, bei sich zu Hause auf. Hier. Der Kräutertee ist für dich. Hoffentlich wird er dir auch gut schmecken. Trink ihn ruhig. Falls du hungrig bist, kann ich dir gerne noch ein spätes Abendessen machen. Fühl dich ganz wie zu Hause, ja? Liebe Lilith, es war mal angedacht, dich ein halbes Jahr lang aufzunehmen und uns um dich zu kümmern. Aber von unserer Seite aus kannst du gern so lang bleiben, wie du willst. Meinen Sie das ernst? Hm? Wir fühlen uns natürlich verpflichtet, weil wir deinen Eltern viel verdanken. Aber vor allem haben wir dich natürlich ins Herz geschlossen. Also, was sagst du? Wer bist du denn? Was ist denn mit dir? Warum hältst du dir deine Augen denn zu? Na, weil ich finde, dass meine Augen unheimlich sind. Deine Augen sind gar nicht unheimlich. Ich finde sie sehr hübsch. Deine Augen können funkeln, so wie die Sterne in der Nacht funkeln. Sie sind wunderschön. Ich wurde von den Besitzern dieses Anwesens aufgenommen und wie ein richtiges Familienmitglied behandelt. Ich habe nach etwa einem Jahr beschlossen, dass ich auf ein Internat für Bedienstete gehen wollte und habe alles mit ihnen besprochen. Die beiden waren zunächst besorgt, aber sie respektierten meinen Wunsch und erlaubten mir, mich dort ausbilden zu lassen.
Ich war fest entschlossen, mich dafür zu revanchieren. Also habe ich jeden Tag fleißig gelernt. Und wir hatten ausgemacht, dass ich nach meinem Abschluss hier auf dem Anwesen meine Arbeit aufnehmen sollte. Doch dann... Das kann doch nicht sein. Die Eltern des jungen Herrn waren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das war ein Schock für mich. Ich konnte nachempfinden, wie er sich fühlen musste. Weil ich Jahre zuvor ja selbst meine Eltern verloren hatte. Von da an fühlte ich mich verpflichtet, mich um ihn zu kümmern und das Anwesen in Schuss zu halten. Wir sind zu Hause. Aha. Endlich haben wir es geschafft. Hallo Lilith, hör mal, Natsume hat mir eben erzählt... Jetzt mach schon, geh rein, hopp, hopp, die Sachen hier werden nicht leichter. Ich freue mich, dass ihr zurück seid, junger Herr und Natsume. Ach, Natsume, achte doch bitte auf deinen Ausdruck. Was machen Sie denn hier? Ich mache mir nur Sorgen, weil du scheinbar nicht mehr zu uns nach Hause kommen möchtest. Sie hätten sich nicht extra herbemühen müssen. Ich hatte sowieso die Absicht, schon sehr bald wieder nach Hause zu kommen. Sag mal, Lilith, kennt ihr euch auch? Ja, das ist mein Meister. Der Meister des Anwesens, auf dem ich früher mal gearbeitet habe. Juri, ich bin erfreut, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Aber warum... Aber junger Herr... Lilith ist und bleibt mein Dienstmädchen. Ich werde sie niemals hergeben. Moment, junger Herr. Oh. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich nehme dir Lilith auf keinen Fall weg. Sei also unbesorgt. Ehrlich jetzt? Mhm. So gerne ich noch bleiben würde, aber ich muss jetzt leider los. Natsume, begleitest du mich nach Hause? Also gut. Mein lieber Juri, gut, dass du dich um Natsume gekümmert hast. Vielen Dank. Oh, gerne. Dabei war ich diejenige, die sich um den Zwerg gekümmert hat. Ich muss schon sehr bitten, Natsume. Und ich würde mich freuen, wenn du Lilith weiterhin so gut behandelst und dich richtig gut um sie kümmerst. Also dann? Wartet, verehrter Herr. Habt vielen Dank für alles. Wenn ihr wollt, können wir euch gerne mal wieder besuchen. Natsume würde sich bestimmt auch sehr darüber freuen. Was soll denn das schon wieder heißen? Aber ja, was sagen Sie dazu, junger Herr? Ihr könnt jederzeit gerne wiederkommen. Vielen Dank. Was hast du denn? Ich habe für das heutige Abendessen natürlich auch Natsume mit einberechnet. Wenn das alles war, ich hab schon gedacht. Was mache ich denn mit ihrer Portion? Die kann ich doch essen. Von deinem leckeren Essen kann ich sowieso nie genug bekommen. Heute Abend ist es seltsam ruhig, nicht wahr, junger Herr? Dass es ohne Natsume hier so viel ruhiger ist, hätte ich ehrlich nie gedacht. Stimmt, du hast recht. Wir waren schon eine ganze Weile nicht mehr allein. Irgendwie aufregend, finden Sie nicht? Junger Herr, darf ich Ihnen vielleicht noch etwas auftun? Ja, bitte. Sehr gerne. Wahrscheinlich waren wir zu lange nicht mehr allein. Jedenfalls fällt es mir schwer, ein Gespräch mit ihm zu führen. Dabei gibt es doch so viele Sachen, über die ich gern mit ihm reden würde. Hier, bitte sehr, Ihr Nachschlag. Dankeschön.
Mein junger Herr, hätten Sie Lust und Zeit, dass wir morgen was zusammen unternehmen? Mhm. Mir ist nämlich kürzlich aufgefallen, dass wir tatsächlich noch nie miteinander ausgegangen sind. Was? Meinst du etwa ein Date? Also, naja. Ja, sowas wie ein Date. Alles klar, dann haben wir morgen ein richtiges Date. Ich finde, es ist schon richtig kalt geworden. Ja. Ihnen scheint aber gar nicht kalt zu sein, junger Herr. Ja, mir ist überhaupt nicht kalt. Dank des Schals, den ich von dir bekommen habe. Hm? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Deine Kleidung. Was? Dabei habe ich mich so schick gemacht, wie es nur ging. Denn es ist ja schließlich auch unser allererstes Date. War nur ein Scherz. Du siehst wirklich sehr schön aus. Oh, vielen Dank für das Kompliment. Haben Sie eine Idee, wo wir hingehen können, junger Herr? Das ist eine gute Frage. Gehen wir doch am besten dahin, wo Sie gerne hinwollen. Also mir ist so ziemlich alles recht. Dann gehen wir... Solange wir zusammen hingehen, werde ich überall Spaß haben. Dann schlage ich vor, wir setzen uns in ein Café und trinken heiße Schokolade. Ja, sehr gute Idee. Also dann, nichts wie los. Ist alles in Ordnung, junge Herren? Ich frage mich, warum ich ausgerechnet in der Ferienzeit so viel für die Schule lernen muss. Sie müssen ja nur noch den heutigen Tag überstehen. Die übrigen Ferien verbringen Sie mit Ihren Eltern im Ausland. Oh, das ist doch Yuri! Guck mal, Fujisaki, was würdest du sagen? Glaubst du auch, dass das ein Date ist? Das ist doch wohl ein Date, oder etwa nicht? Nein, ich würde sagen, sie kaufen nur ein. Ach was, sieh dir dieses Pärchen doch mal genauer an, wie viel Spaß die miteinander haben. Wir können doch hier nicht einfach so sitzen bleiben. Komm schon, wir verfolgen sie, Fujisaki. Auf keinen Fall. Haben sie ihren Klavierunterricht vergessen? Aber das hier ist doch viel wichtiger. Es reicht, junge Herren. Hä? Oh Mann. Wärmt so richtig durch. Oh ja. Wenn es heute Nacht noch kälter wird, können wir bestimmt mit Schnee rechnen. Glaubst du wirklich? Hör mal, Lilith. Ja? Wenn wir hier fertig sind, würde ich gerne noch einen Ort aufsuchen. Wäre das in Ordnung? Ja, natürlich ist das in Ordnung. Und was ist das für ein Ort, an den Sie wollen? Ich hatte irgendwie Angst, ganz alleine hierher zu kommen. Aber junger Herr... Doch jetzt, wo du bei mir bist, bringe ich es endlich fertig. Vielen Dank. Mama und Papa geht es da oben. Den beiden geht's im Himmel doch gut, oder? Ja, natürlich geht's ihnen gut. Und von dort oben können ihre Eltern auch zu jeder Zeit über sie wachen. Ja. Da hast du recht. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe hier Lilith und deswegen geht's mir richtig gut. Bis bald. Ich werde wiederkommen. Mein verehrter Herr und verehrte Herrin, es ist schon etwas her. Ich bin's Lilith. Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. Ich werde ihn nach Kräften umsorgen und beschützen. Lilith, komm! Ja, ich komme. Das sieht ja wirklich toll aus. Oh ja. Ist etwas nicht in Ordnung? Du hast gerade so gestrahlt, dass du die Lichter angesehen hast. Ich konnte nirgendwo anders hinsehen. Oh, entschuldigen Sie, dass es den Anschein hat, ich würde das für mich allein genießen. Was redest du denn da? Ich genieße es doch mit dir.
Außerdem ist es schon eine Weile her, dass ich dich einmal so ganz für mich allein hatte. Aber ich bin doch immer ihr Dienstmädchen, egal zu welcher Tageszeit. Also bis vor kurzem musste ich dich noch mit Natsume teilen. Da hast du immer viel zu wenig Zeit für mich gehabt. Das stimmt tatsächlich. Ich finde, dass wir die Zeit, die wir zusammen verbringen, viel mehr genießen und schätzen lernen müssen. Denn ich liebe dich wirklich sehr, Lilith. Es gibt da etwas, über das ich mir noch nicht so ganz im Klaren bin. Mhm. Welche Art von Liebe meinen Sie denn, wenn Sie sagen, dass Sie mich lieben? Mhm. Das weiß ich selbst noch nicht. Aber das will ich unbedingt herausfinden. Und zwar zusammen mit dir. Können Sie sich noch daran erinnern, dass Sie mich gefragt haben, ob ich nur an Ihrer Seite bin, weil Sie mein Herr sind? Ja. Immer wenn ich mit Ihnen zusammen bin, dann wird mein Gesicht knallrot, weil ich so glücklich bin. Und mir wird dann ganz warm ums Herz. Und deshalb will ich gern an Ihrer Seite sein. Nicht, weil Sie mein Herr sind, sondern weil Sie Sie sind. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Ihre Liebe erwidern kann. Aber Sie müssen wissen, dass ich Sie sehr verehre. Ich danke dir! Auf jeden Fall schon seit damals. Die ganze Zeit über. Ich hoffe sehr, dass Sie mich weiterhin lieben, nachdem ich mich Ihnen offenbart habe und Sie alles über mich wissen. Sehen Sie? Es schneit jetzt wirklich wie verrückt. Gehen wir nach Hause, mein junger Herr. Ja, gehen wir. Im Moment ist das alles, was ich mir wünschen würde. Oh, das ist wirklich eine Menge Schnee. Ich hab's. Ich werde für Lilith einen Schneemann bauen und sie damit überraschen. Oh? Was? Sie war schneller und hat vor mir eingebaut. Der junge Herr. Was? Sie haben also auch gleich einen Schneemann gebaut. Genau. Ach, wie süß. Sie sind wirklich herzallerliebst. Wie sie da so nebeneinander stehen, erinnern sie mich an uns beide. Ja, sie sind sehr niedlich. Ich werde auch noch ein paar Kinder dazu bauen. Kinder? Ja, ich werde ganz viele machen. Warum denn gleich ganz viele? Die sind echt niedlich geworden. Ich glaube, sie haben sich etwas verkühlt. Möglich. Oh je, mein Herr, Sie haben ja ganz rote Hände. Oh, tatsächlich. Dürfte ich mal kurz? Ich werde gleich etwas Wasser aufkochen. Junger Herr? Du hast aber auch eiskalte Hände. Aber das geht doch nicht, junger Herr. Sie werden sich noch erkälten. Ja, meinst du? Ja, ganz bestimmt. Irgendwie ist mir gerade ganz warm geworden. Ach ja, ist das so? Ich würde sagen, wir gehen wieder rein, junger Herr. Das machen wir, liebe Lilith.